Hallo und herzlich willkommen. Pünktlich um 12. Das ist immer das Gute, ne? Wenn man so 5 Minuten vorher erst plant, wann man streamt. Da kann man immer erst sagen, okay, ich bin pünktlich. SSO, bisschen leveln und so. Wir haben auf beide Plattformen Leute. Fische sind mega, ist wieder da. Hi. Hi. Willkommen. Du wirst dich jetzt sicherlich wundern, das ist jetzt nämlich eine komplett andere Kategorie von Spielen als gestern mit Fortnite. So, dann erstmal. Welcher Server? Server 2. SSO Twins. Hi. Pia Papischalt, ohne mich, du kannst gerne dazukommen, wir sind am Teamspeak heute. Hi Luisa, hi Daylight Girl, hi an Anna, hi an TwainSimTV, hi an Fabi. Ist okay, wenn ich heute nicht mitzocke? Willst du heute nicht mitzocken? Du musst nicht mitzocken, also du kannst mitzocken, dann kannst du aufs Teamspeak kommen. Wenn du nicht mitzocken willst, musst du auch natürlich nicht, also ich zwinge hier niemanden zum Mitzocken. Anna hatten wir schon, genau. Fische sind mega, hatten wir auch schon. So, dann kann ich doch jetzt hier so einmal kurz hier reingehen. Ich brauche nämlich noch die Streaming-Qualität, Dings der Bumster. Ja, das brauchen wir. So. Auf YouTube geht es ja mega. Also YouTube ist generell immer ein bisschen anders als Twitch. Also mit Twitch kann man es vergessen. Bei mir. So, Okidoki. Ja. Okidoki kam gerade. Hallo. Hallo, Franzi. Hallo. Hallo, Franzi. Hallo. Hallo, Franzi. Hallo. Hallo, Franzi. Wow. So. Ja, und Franzi hat noch einen Song besorgt, den man jetzt gerade im Hintergrund hören kann. Na, den kennt ihr sicherlich. Also vielen Dank nochmal an Franzi hier live im Stream, ja, dafür, dass du es besorgt hast. ich sage extra es, ja, und nicht mir. Also eigentlich müsste ich ja sagen, danke, dass du es mir besorgt hast, weil du hast ja dafür gesorgt, dass ich es jetzt habe, ne? Also normalerweise schon, aber es ist doch normalerweise so, oder? Ja. Das wäre eigentlich, wenn man nicht zweideutig denken würde, wäre es korrekt. Ja, ich habe eine Besorgung für dich mal. Ich habe es dir genau besorgt. Ja, genau. Ja. Also ja, es klingt halt komisch, ne? Aber es ist so. So, was haben wir denn hier? Oh, zum Glück geht's mir heute ein bisschen besser als gestern. Hab mich nämlich von Nacht auf Freitag auf Samstag die ganze Nacht übergeben. Warum denn das? Hast du zu viel Alkohol getrunken? Bist du in Moorland? Ich bin in Moorland, ja. Ich stehe hier gerade am Futterdruck.
unten am Strand in Mordend. Oh Gott, okay, ich komme mal zu dir. Ach, du kommst, du bist jetzt doch da, ja? Olli, das DS-Soundpack will ich auch haben. Ja, das ist Super Mario, ne? Also, warte mal jetzt, ja? Start to play. Okidoki. Ne, sowas ist es halt. So, ich würde mal vorschlagen, ich mach mal hier auch ein bisschen was, außer rumstehen. Aber, oh, wer ist denn jetzt auf einmal alles hier? Irene ist da, Franzi ist da. Franzi, du hast mich doch sofort gefunden, was hast du denn? Du bist doch eine Schnellfinderin. Ich muss jetzt noch kurz gucken, dass ich hier ein bisschen mehr vom Stream... Ja, okay, das reicht mir. Ich sehe 7 Zuschauer, 2 Chatfrequenzen, eine Wiedergabe von 13 und gleichzeitige Zuschauer sind schon 3 Minuten und 5 Sekunden da. Hä? 3 Minuten und 5 ist ein bisschen wenig, aber das ändert sich sicherlich noch. Keine Ahnung, was Falsches gegessen bestimmt und Alk trinke ich nicht. Du trinkst kein Alk, solltest du ändern. Also in manchen Situationen. Also jetzt, ich will jetzt hier nicht für Worte sein für Alkohol, aber mal eine Kleinigkeit ist okay. So einmal im Monat vielleicht auch nur. Soll ich onkommen? Ihr könnt alle onkommen, die onkommen wollen. Auf Server 2 sind wir, selbst die Franzi ist hier. Was ist das eigentlich für Zeug? Also das ist ja wahrscheinlich Stroh und das ist Wasser. Das Wasser bewegt sich ja auch, das sehe ich jetzt erst. Du meinst eher Heu. Nein, meins ist nur Stroh, meins mag kein Heu. Meins bekommt von Heu immer Durchfall. Ja, aber hast du schon mal das Wasser gesehen? Das bewegt sich tatsächlich, ne? Ich wusste gar nicht, dass sie sowas auch animiert haben. Bewegt sich das Heu auch? Aus LS19 weiß ich, dass Heu eigentlich mehr grünlich ist und Stroh eher gelblich. So. Ich wollte eigentlich nur zu den anderen gehen, dass es aussieht, als ob alle nur meinetwegen hier sind. Deswegen stehen hier ein paar Leute. Ha, ja. Erstmal schön mit dem Pferd über die Decke rüber. Hey, die haben hier sogar ein Radio. Im Holland habe ich glaube ich gar keine Rennen mehr, ne? Fällt mir gerade so auf. Aber ich muss Schillinge machen, ich weiß, was ich mache. Franz, du hast sicherlich genug Schillinge, oder? Ich habe 10.000. 10.000 Schillinge, dann solltest du shoppen gehen, eindeutig. Kennst du schon die neue... Kennst du schon die neue... Dann hast du wieder 10.000 Schillinge? Ja. Weißt du, wie man gut shoppen kann mittlerweile? Ja, mit diesem... Mit dem Shop-Symbol, ne? Das ist ja schon geil. Habe ich gestern, nicht vorgestern, habe ich das gesehen. Ich sollte mal. Aber ich muss unbedingt zum Fischerdorf. Also, ich muss das eigentlich freischalten, weil da ist noch was, was ich kaufen möchte. Ja, das bekommen wir sicherlich hin. Ich mache mal die Musik aus von SSO, weil wir haben ja jetzt unsere Special SSO-Musik. Da wird der Stream ist gesperrt, deswegen noch. Nein, gesperrt wird's nicht. Hui, bui, das Gespenst. Hui, bui, hui, bui, das Gespenst. Hi! Kennt mich doch noch wer? Laura, natürlich kennt man dich noch. Ich kenne sogar noch deinen SSO-Namen. Manuela, Manu... Oh, wie war dein SSO-Name? Scheiße. Ich habe dich sicherlich noch in der Freundesliste irgendwo. Frag mich nicht wo, aber irgendwo habe ich dich sicherlich noch. Ich habe dich sicherlich noch nicht rausgekickt. Außer du hast mich rausgekickt. Du musst die Gruppeneinladung noch annehmen. Ja, eins Kater vergisst dich nie. Naja. Kater... Mich wundert, dass du mich noch nicht vergessen hast, ja? So, ich mache jetzt hier einfach mal solche komischen Stallaufgaben, ja, am Anfang. Die bringen, glaube ich, sehr viel Kohle, weil du kannst ja gleich 3 Sachen auf einmal machen. Und dann werde ich nachher noch ein paar Rufquests machen, um meinen Ruf ein bisschen auszubessern. Und wir müssen noch gucken, dass Franzi weiterkommt. Franzi, was brauchst du für Sachen? Dann können wir deine gleich als erstes machen. Du musst sicherlich deinen Ruf auch hochleveln, oder? Das Problem ist, als ich mich heute Morgen eingeloggt habe, ich habe keine einzige Quest. Die einzige Quest, die ich hatte, war im Genotal. Mhm. Die habe ich gemacht, da muss ich jetzt warten, aber mir wird halt gar keine andere angezeigt, weswegen auch immer. Jedenfalls in Fort Pinder habe ich ein Herzsymbol. Ja, gut, dann weißt du schon, was du tun musst. In Nebelfall habe ich ein Herzsymbol.
Weingarten und in Jorvikstall. Ja, dann weißt du schon, was du zu tun hast. Da musst du ganz viele Rufquests machen. Und, wo auch immer das ist, ich glaube, das ist oben auf dem Berg. Mit deiner Seildings da, bla, oben. Ja, wie war der? Ich weiß, ich bin jetzt wirklich. Kennst du noch Laura, ja, ne? Ich? Ja. Die war ja früher. Ich war ja früher regelmäßig da. Also, ich war ja auch. Kann sein. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie in SSO hieß. Wahrscheinlich, wenn sie gleich hier auftauchen sollte, dann weiß ich es. Wenn sie spontan vor mir stehen würde, dann wüsste ich sofort, das ist sie. Wie lange geht dieser Stream? Wir haben jetzt erst angefangen, ich vermute mal Minimum bis 14 Uhr. Und da kommt heute nochmal Pokémon Schwert. Und das war's dann heute. Wie hast du dir eigentlich Schwert geholt? Ich finde Schild hässlich, das Pokémon. Du findest Schild hässlich? Ja. Ja, dann passt es doch, dass ich mir Schwert geholt habe. Ja, ich würde mir aber auch Schwert holen. Ja, ist doch gut. Da können wir auch zusammen durch Pokémon-Dings rumlaufen, können zusammen Quests machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mir das Online-Dings da hole. Wenn du... wir bekommen das schon... Guck, online kannst du dir holen. Du kannst dir ja wohl für 3,90 € mal dir einen Monat zur Not holen. Oder für 7. Ich weiß, dass es ein Kombi-Paket gibt mit der Konsole und einem Online-Modus. Ja, da hast du... Ja, genau. Dann hast du, glaube ich, gleich automatisch ein Jahr mit bei oder so. Ja, glaube, man kann es auswählen. 6 Monate und 12 Monate. Ich glaube, das ist so ein Vorteilspaket sogar. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ah, das ist das Gute, dass es da kaum was kostet. bin nur gerade am Fortnite üben, Olli. Ach, Fortnite üben. Du kannst doch Fortnite schon perfekt. Da musst du doch nicht mehr üben. Oh, ich habe so einen Ohrwurm von dem Song, ne? Aber ich muss jetzt auch einmal, Franzi und ihr alle, wir machen mal kurz einmal das Rennen. Ich habe es zwar heute schon gemacht, aber das passt zu dem Song. So. Ja, oh nein, warte auf mich. Wo bist du hingerannt? Nein, du musst einfach nur auf OK drücken. Okay, irgendeine Person ist so weit entfernt. Ja, Irene oder wie sie heißt. Irene, können Sie sich bitte zu uns begeben? Ja. Ja, ich glaube, da kommt sie schon, ja. Ja. Ich muss meine Kameraeinstellung, wenn ich jetzt irgendwann dann meinen Gamingstuhl und so weiter habe und meinen Gaming-Zimmer einrichte, ne, dann sehe ich nicht mehr so fett aus, ja, weil ich so komisch faul auf der Couch rumsitze, ja, sehe ich total fett aus, finde ich. Okay, vielleicht bin ich auch einfach nur fett, aber das sorgt halt dafür, dass ich auch so aussehe im Stream. Ah, oh, ich habe eine Idee. Das muss ich dir später erzählen, wenn wir nicht mehr live sind. Okay, schreib es dir auf, sonst vergisst du es. Dann kann ich dir später sagen, du hast es aufgeschrieben, die Idee. Die will ich so schnell vergessen. Ja, ich vergesse mal ziemlich schnell. Scheiße, ich bin dran vorbeigelaufen. Wie peinlich. Beim Endsprung, also da wo du nur noch reinlaufen musst, sozusagen, ne? Da bin ich rechts daneben vorbeigelaufen am Ende. Minuszeichen, guten Morgen. Wie geht's dir? Wo ist denn jetzt? Ist Manu noch da? Ich habe Platz 1 gemacht. Irene hat Platz 2 gemacht. Wo bist du denn, Franzi? Ich glaube, ich turn aus SSO aus. Dein Ernst jetzt? Ja, bei mir steht. Also, alle steht an einem Fleck ja, und rennen. Du bist auch nicht mehr in der Gruppe. Wir müssen das dann gleich nochmal von vorne machen. Ich verstehe nicht, wieso bin ich jetzt. Ah, Minuszeichen schreibt schon, du bist einfach fett, keine Sorge. Ja, aber da muss man es ja trotzdem nicht sehen, ne? Aber ich kann auch die Kamera einstellen, glaube ich, ein bisschen anders machen. Ich guck mal kurz, ob ich die anders... Jetzt das Spiel hat den Kontakt mit dem Spielserver verloren. Ah ja, okay. So, wie sehe ich denn jetzt aus? Sehe ich jetzt immer noch so fett aus? Jetzt geht es, ne? Jetzt passt es, glaube ich, ein bisschen besser. Ah ja, stimmt, das ist ja so scheiße an SSO gemacht. Was denn? Ah, dass du, wenn du eine Sekunde lang kein Internet hast, dass du direkt rausfliegst. Ach so, okay. Wir hatten für einen Teil von nur eine Sekunde kein Internet. Und schon fliege ich komplett raus. Ich habe mich gewundert, weil ich höre dich, der Stream läuft nur. Wieso teile ich aus SSO raus?
Das ist doof, 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 das ist doof. Du kannst die Kamera auch einfach auslassen, dann ist das Problem gelöst. Nein, 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 nein. Ja, dann kriegen wir ja alle keinen Augengriff. Jetzt bin ich aber zu niedrig, ne? Ich muss sich das wieder ein bisschen umstellen. Kann ich nicht auslassen. Ich habe mir extra teures Licht für 200 Euro gekauft und wäre es ein bisschen doof, wenn ich jetzt wieder die Kamera, nicht mehr einschalte. Da habe ich mir das Licht umsonst geholt und das Licht war teuer. Und so, da warten wir aber auf die Franzilein. Ja, ja, ich bin da nicht schon. Ich muss irgendwie noch was trinken. Ja, trinken ist immer ganz wichtig. Ich muss heute noch Wäsche waschen, unbedingt. Sonntags? Na klar, warum nicht sonntags? Also sonntags machen wir sowas nicht. Ich mach's immer sonntags, dass ich für Montag neue Wäsche habe. Warum sollte ich das nicht sonntags machen? Ich mach sowas gerne von Montag bis Samstag, aber sonntags ja nicht. Warum nicht? Weil er ist Ruhetag, das hält man nicht. Ruhetag, meine Waschmaschine hört man nicht. Da ist das, was ich jetzt rede, lauter als die Waschmaschine. Ja klar, okay. Es kommt natürlich auch die Waschmaschine an. Also unsere ist dann wie so ein Flugzeug, die ist urlaut. Und mir geht es, denke ich, mal ganz okay. Ja, ganz okay ist ja schon mal besser als schlecht. So, wo ist denn die Franzi? Wo ist die Franzi? Ich stehe hier mit auf dem Platz. Ach so, da wo du ausgetimt bist. Ja. Hey, ich hab mich schon gewundert, wieso du so auf eine Stelle stehst und rennst. Ja, ich hatte Internetprobleme. Okay, du hast vielleicht wie im Stream kurz Internetprobleme. Ja, und dann auf einmal standen alle irgendwie. Ja, ich hab mich nur gewundert, warum auf einmal ich da alleine in der Gruppe bin. War halt gerade ein bisschen Mist. So, jetzt aber. Und jetzt hab ich wieder aus. Aber ich hab's ja von eh verkackt. Vielleicht verkacke ich das jetzt nicht. Du musst halt langsam. Nicht so schnell. Naja, aber ich hab ja meine Zeiten, ne? Die ich hier schon einhalten muss. Ja, aber was für mich die beste Zeit, wenn du dann dreimal fällst. Ich muss schnell sein und trotzdem. Gut, weißt du? Rennen einfach durch das Hindernis. So. Ja, das war gut. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, auf welchem Platz ich bin. Am ersten. Ob Olli der Beste sein wird, ob Olli auf Platz 1 ist, ja? Platz 1 von allen, die gerade auf SSO live sind, da sind, meinte ich. Das packst du nur ganz früh morgens. Ach. Leonie ist auf Platz 1. Was für ein Zufall. Da stehen die Wörter, denke ich, mal im Satz. Was? Da stehen die Wörter, denke ich, mal im Satz, aber egal. Hast du die tägliche Rennquest schon gemacht? Bei Moorland? Ja, das haben wir doch heute Nacht gemacht. Kannst du die nicht machen? Nee, die sind bei mir ausgekaut. Also. Bei mir nicht, ich kann sie alle machen. Ja, weil du die wahrscheinlich vor 0 Uhr gemacht hattest. Ja, stimmt. Und ich hab die ja mit dir nach 0 Uhr gemacht. Also da, wo Dann überspring einen Tag. Er geht nicht, bei Rennen funktioniert's nicht. Also das nächste für mich wäre Port Pinta, wo ich so ganz langsam hinlaufen werde. Und deshalb kannst du ja die Moorland-Rennen machen. Ich laufe ganz langsam. Muss ich mit? Wo musst du mit? Ich habe keinen Hunger. Ja. Ich weiß, dass ich das Mal nicht mehr gegangen hatte, keine Lust. Und jetzt bin ich krank. Ach. Das bin ich aber auch krank. Ja, wenn es deine Oma nichts ausmacht, wenn ich da hocke und nichts esse. Mir egal. Soll man ja 3 Stunden bleiben? Was? Du willst weg? Okay.
Ja, wir wurden eingeladen zum Essen bei Kevins Oma. Pfannkuchen essen! So. Nicht gemacht! Oh, ja, selbst gemacht, das hat schon was, ne? Ja, aber ich habe keinen Hunger. Wann kommt wieder Shakes and Fidget Stream? Hatten wir doch erst die letzte Nacht um 0 Uhr. Können wir ein bisschen schneller laufen? Ja. Da hatten wir es doch wegen dem Pilz-Event. So. Mein Pferd ist übrigens schon Level 6, ne? Nett. Es wird heute locker noch Level 8. Eher 7, aber 8 glaube ich ja nicht dran. Ich werde es dir zeigen, dass es noch Level 8 wird. Bloß weil es jetzt erst Level 6 geworden ist, heißt das nicht, dass ich heute 2 Level schaffe. Na gut, der Nachteil ist wieder, wir haben schon ein paar Rennen gemacht, die ich jetzt nicht mehr machen kann. Das wird trotzdem was. Das wird trotzdem was. Ich glaube, wir haben sogar schon das Windmühlenrennen gemacht, ne? Gestern. Nein, haben wir nicht. Nee, das nicht. Dann haben wir Steve's Farm auch noch nicht gemacht. Wir haben das Rennen gemacht bei Silver Clay Langgestüt, oder wie es heißt. Baroness. Das ist dieses, diese Rennstrecke. Baroness-Rennstrecke. Ja. Genau, Moorland habe ich gehabt gestern. Und das war's dann, wa? Ja. Wann gehst du denn los dorthin? Keine Ahnung, es kann eine Stunde dauern. Kann sogar 2 Stunden dauern. Es kann auch sein, dass eine halbe Stunde da ist. 3, 2, 1. Sorry. Ich hab's gerade vercheckt. Ich bin erst gerade gespawnt. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte nämlich zu James oder wie er heißt, aber der hat das ja nicht mehr. Oh Gott, das Rennen habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Bei jedem Rennen kommt derselbe Song, ist das nicht komisch? Selbst wenn ich irgendwo hinlaufe, kommt derselbe Song. Dein neuer Lieblingssong. Es kann passieren, dass bei Twitch der komplette Stream gestummt wird. Aber bei YouTube dürfte nichts passieren. Wir haben 8 Zuschauer und nur Minuszeichen schreibt. Wo ist denn der Rest? Alle, die da sind, bitte mal einmal. Macht euch mal bemerksam, ja? Bemerksam. Eingeschlafen. Heißt das Wort bemerksam? Das klingt so komisch. Bemerkbar! Bemerkbar! Ich tausche bemerksam mit bemerkbar. Hört sich wie ein Pokémon an. Ja, so. Nein, Lost Boy muss Lieblingssong bleiben. Ja, das muss man wieder unterscheiden, ne? Zum Thema Piano-Songs und richtige Songs, ne? Hä? Oh, hast du... Du hättest locker gewonnen, ne? Wenn du nicht verkackt hättest. Ich bin nicht auf der Höhe heute. Ja, du bist auch erkältet. Kann man... Ich dachte, es hätte dieses Ton gemacht, dieses Bing Bing oder wie er es macht. Okay. Ah, naja, 2 Minuten. Egal. Ich mache übrigens jetzt überall die Stalldinger noch nebenbei, ne, weil die bringen ein bisschen Schillinge. Und ich habe gerade mal 5551. Ich bräuchte so irgendeine Quest, die nur 4 Schillinge bringt. Weißt du, und das bringt 35, das zweite bringt 30 und das letzte bringt nochmal 30. Sind alleine 95. Ja, okay, bei dir bringt's nichts, ne? Shoppe doch eine Runde. Nimm das teuerste von dem teuersten. Ja, das bringt mir mal den Fisch. Ich muss halt ins Fischerdorf eigentlich für die neue Ausrüstung. Da bis du dorthin kommst, ja, hast du schon wieder das Geld zusammen. Ich hoffe, mir ist Heu. Dein Ernst? Alexandra, ja. Hi! Wie geht's dir? Jetzt habe ich nur 8500.
Übrigens, ihr wisst es noch gar nicht, ne? Nächstes Jahr im April streame ich mit Franzi zusammen. Was? Davon wusste ich nichts. Wie jetzt? Polterei! Na, du bist doch dann bei mir. Wahrscheinlich. Ja. Genau. Und dann machen wir zusammen einen Stream. Dann sehen sie auch alle mal dich. Das wolltest du doch schon immer. Nein. Wir bekommen da schon irgendwie hin. Wir können ja so machen, dass bei Franzi dann immer so ein das Gesicht rausgepixelt wird. Ja, und meine Tattoos noch rausgepixelt. Ach so, willst du hier in Unterwäsche dann sitzen oder was? Oder nicht mal? Ja. So. Sophie Kingster hat auch ein richtig cooles Pferd, das gefällt mir irgendwie. Hast du schon mal gesehen? Wer ist das? Das sieht aus. Okay, sieht so leicht aus wie eingeölt, ne? Frieser, oder? Ich würde sagen, es ist ein Pferd. Ja, weißt du, bei allen passt die Ausrüstung, außer bei meinen Pferden. Wieso? Ja, meinst du das überhaupt nicht, weil das, was ich dafür haben will, ich wette mit dir, wenn ich meine Ausrüstung zusammen habe, ist das Pferd ausgelevelt. So war es nämlich bei meinem anderen Pferd. So. Dann rüstest du dein neues Pferd einfach aus. Ja, aber dann passen die Sachen dazu nicht. Und bis ich das neue Pferd dann, bis ich da alles zusammen habe, ja, ist es wieder vorbei. Na, okay, wohin rennst du schon wieder? Ich gebe die Quest noch ab. So. Gut, dann geht's jetzt weiter Richtung Steve. Ja, Steve, also. Steves Farm und so. Von dort geht's deswegen dann zur Windmühle. Reitest du runter in den Hafen? Ja, ich mache immer einen kleinen Umweg. Wir könnten nach Jarlaheim fahren. Da ist eine Fähre gerade angekommen. Okay, wir machen Jarlaheim. Das war ein Witz! Los, kommt, schaffen wir noch. Das war ein Witz! Schaffen wir noch! Und jetzt kommt jeder drauf, alles außer ich. Schaffen wir noch! Oh je, Olli, du bist drauf, komm wieder drauf! Ei. Hey, wir kommen doch rauf, es fehlt nur noch Irene. Ja. Spontan umentschieden. So. Er hat auch mal einen klasse Namen hier vorne. Gleichzeitig zu. Warum schreibt ihr denn so wenig? Seid doch mal ein bisschen aktiver. Sagt doch mal, was Lost Boy bleibt ein richtiger Song. Ja. Dotkes schreibt ein Herz. Hi Dotkes. Hallo. Ich find's mal total lustig, wie lange die Fähre fährt, ne? Die braucht halt ein bisschen. Daylight Girl, sorry, war Essen. Was gab's denn Schönes? Pizza. So, wir kommen an. Ich sehe schon richtig, wie wir ankommen. Achso, ich folge jetzt einfach der Person hier. Gehört die zu uns? Nein. Wir folgen sie einfach mal, die will sicherlich auch ein Rennen machen. Obwohl, wir können zur Koppelinsel erstmal, wa? In der Koppelinsel die Rennen machen. Die hast du sicherlich auch schon, Franzi, oder? Ja, so. Ja, ich glaube, ich habe alle, die man haben kann. Hoffentlich mal. Ja, okay, das dauert. Welches Level bist du? 15. Ja, gut. Mit Level 20, 21 hast du irgendwann alle. Ich komme auf Ursula Maple Tower Account, okay? Kannst du gerne machen, wie du möchtest. Hühnerfrikassee gab's. Und Minuszeichen ist gerade am Essen. Oh, Hühnerfrikassee hätte ich auch mal Bock drauf, oder? Das ist. Also heute noch Hähnchen geschnetzeltes machen. Oder gesagt, Puten geschnetzeltes. Habt ihr schon gestartet? Nein, ich warte auf dich. Achso. Dann würde ich sagen. Jetzt mach was spannend. 3,
2. Olli, bist 1-0. Du bist zu fett, wir sind die anderen schon im Ziel. Achso, sind wir beide alleine hier? Ja. Oh ja, jo, okay. Können wir nochmal von vorne anfangen? Warum? Ich bin gegen den Baum geknallt. Da kannst, hast du oben das Symbol, dass du neu starten kannst? Nein, egal, ich bin hinter dir. Scheiße, Alter, weißt du, das ist so ein episches Rennen und ich klar erstmal gegen den Baum. Okay, ich hab's verkackt. Stell dir mal vor, das wäre ein richtiges Rennen, weißt du, so. Peinlicher wäre es, wenn du hier versehentlich in den Container, in den Hänger reingehst, ja, und dann sofort weggeportet wirst. Ja, ich hab sowieso verkackt. Ich bin immer noch bei deinem Baumstäbe gerade. Jetzt bin ich beim Anhänger. Alter, ich bin echt so. Ich habe das Gefühl, dass ich heute mal ausnahmsweise mal nicht verkacke. Also ich sehe zumindest bis jetzt sehr gut aus. Ich habe dieses Rennen eigentlich bis jetzt immer verkackt. Es wäre ein Wunder, wenn es jetzt mal nicht passiert. Ich habe das Rennen so lange schon nicht mehr gewonnen, dass ich mir nicht mehr weiß, was es ist überhaupt. Sagen wir es mal so, es ist eigentlich mal ziemlich eng hier in dem Rennen. Ich habe Irene vor mir. Ich habe Irene überholt, ja. Oh mein Gott, ich habe eine Höchstleistung geschafft. Ich war auch richtig gut. Pfannkuchen am Morgen sind immer gut. Kommt hier gerade vom Minuszeichen. Ja, aber Mittag. Hast du den Stream auf pausiert geschalten oder so? Lass uns mal kurz gucken. Ja, 1 Minute 33. Oh, es kommt eine Loot. Und eine Loot, wie ihr wisst, tut immer gut und so. 1:13 habe ich an Zeit. Ich hätte 20 Sekunden länger gebraucht als du. Wir haben hier gerade knallhart 9 Zuschauer. Welcome all zusammen. All zusammen. So, was ist hier Schönes los? Hallo? Wie viele Likes haben wir eigentlich schon? Wir haben schon. Wieso werden die Likes nicht angezeigt? 8 Likes? Ja, bei mir jedenfalls. Bei 9 Zuschauern 8 Likes, da stimmt irgendwas nicht. Achso, hier stehen, warte. Ach, hast du nicht geliked? Jetzt sind es 8 Likes und ein Minus-Dings. Ein Minus-Dings? Hat einer Dislike. Wer hat das geliked? Oh, 10 Zuschauer, willkommen. Nummer 10. Heißt, das sind 2 Dislikes. Zählst du wieder? 3, 2, 1. Ach, wow. Ja, sorry, ich hab's wieder mal verkackt. Wir warten extra alle auf dich und du zählst nicht. Ja. Verkackt. Schon wieder verkackt. Adi, was ist los mit dir? Ich weiß auch nicht. Irgendwie. So, im Ziel. Bei mir stehen 7 Likes und ein Dislike. Ich weiß gar nicht, also bei mir sieht es anders aus. Also ich weiß gar nicht, was bei mir steht. Ich müsste dafür den Stream aktualisieren, aber ich bin gar nicht im Stream drin. Bei mir sind es 7 und 2. Also insgesamt 9 Likes. Ja, auch wenn man es als Dislike bezeichnen kann. Dislike ist auch ein Like, da kommt das Wort Like drin vor. So. Gut, dann können wir ja rüber. Auf the other side. Auf the other side. Ich hab hier auch noch was, aber ich glaube, das sind keine Rennen. Wenn du hier Rufe und so weiter brauchst, mach es. Nee, was hat ihr denn schon wieder hingerammt? Hier ist vom nächsten Rennen, hier bei. Bei Susanna. Okay, wartet, ich komme. Ich hoffe, dass es das Richtige ist. Das Jalaheim Pferderennen. Sophie ist schon da, Irene ist schon da und da hinten kommt die Franzi. Hallo. Okay, habe eine neue Maus bekommen, ne? Oh, du hast eine neue Maus bekommen. Welche denn?
Solange du sie nicht tötest, ne? 3, 2, 1. Okay. Ach, die also Ursula ist da! Ursula ist da! Wie kommst du eigentlich auf Ursula? Ursula ist eins der schlimmsten. Oh. Ich weiß nicht. Ich will keine Namen. Also, ich finde also Ursula. Das erinnert mich mal so ein bisschen an. Kennt ihr Ariel und die Meerjungfrau? Ariel, die Meerjungfrau. Hieß da die Meerhexe nicht auch Ursula? Ja, glaube schon. Und ich habe immer dieses Bild im Kopf, ne, wenn ich an eine Ursula denke. Oder so eine ganz strenge Frau oder so irgendwie was. Ja. Die diesen Song nicht schicken sollen. Ich hätte noch selbst gefunden, aber ich hatte niemals gedacht, dass er von DJ Kai ist. DJ Kai, Grüße gehen raus. Alter Schwede. Der kommt wirklich aus Schweden, glaube ich, ne? Weil ist ja offiziell ist es ja ein schwedisches Spiel. Das heißt, ich vermute mal, dass sie die Interpreten auch aus Schweden haben. Gehe ich von aus. Ach, Ursula ist auch schon da. Also, hier angekommen, meinte ich. Da sieht man mal, wie sie mich alle überholt haben. Ich habe lange keine SSO mehr gespielt. Momentan nicht so Lust. Ja, dann fang an wieder. Wir sind auf Server 2. Ich habe nach einem Jahr auch wieder angefangen. Wo war denn das nächste Rennen nochmal? Jorvik, glaube, oder? Ich bin jetzt gerade am überlegen. Jorvik Stall ist 1? Ja, hinten dran sind noch Mr. Ach, sein. Stimmt. Ja, da sind sogar 3 Rennen, glaube ich, ne? Ja, glaube schon. Aber ich glaube, hier ist auch irgendwo noch das Grünwaldrennen. Das müsste eigentlich hier auch sein, oder? Oder bin ich jetzt gerade falsch? Weiß ich nicht. Wir laufen einfach mal drauf los. Irgendwo da drüben ist sicherlich ein Rennen. Ich würde jetzt halt zum Jörvik-Stall erstmal gehen. Der weiß nämlich sicher, dass ich da Rennen habe. Die habe ich nämlich gestern erst gemacht. Ja, da vorne ist ein Rennen. Franzi hat natürlich recht. Hallo Jorvik Stall, ich komme gleich vorbei und mache die Stallaufgaben, aber ich mache vorher das Rennen. Ach, wir schon alle das Schild. Bin seit kleinen Umweg geritten. So. Fangen wir mit dem ersten Rennen davon an, wa? Ja. So, 3, 2, 1. Ich habe gerade so ein bisschen Augenschmerzen, ne? Mein linkes Auge tut gerade etwas weh. Ja, keine Ahnung warum. Da müsste ich PC anmachen und wechseln und darauf habe ich keine Lust. Ja, dann wir warten natürlich auf dich, ja? Kein Problem. Wir warten doch gerne. Ist eigentlich Fische sind mega, ist Fische sind mega noch da? Also Ben, bist du noch da? Ich habe gemerkt, dass du ich habe mir gemerkt, dass du Ben heißt. Weil ich ein guter Merker bin. Ich muss auf jeden Fall heute nach dem Stream oder währenddessen noch meine Stallhilfe verlängern. Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt diesen Song schon im Schleife hören. Naja, ich glaube, da geht es so 2 Minuten. Dann geht der Stream nicht schon 40 Minuten? 3 Minuten 11, um genau zu sein. Okay, das sind halt 3 Minuten. Drei Minuten 11 und dann 42 Minuten.
Ja, ist ein paar Mal. So. Also so mindestens 14 Mal? Bestimmt. Ja, locker. So, nächstes Rennen. Elite-Strecke. 3, 2, 1, seid schneller. Wir warten, wir warten, wir warten. Jetzt, okay. 3, 2, 1, okay. Kann lange dauern. Kater, wir haben Zeit. Ich finde die Elite-Strecke nicht mal annähernd Elite. Die ist sowas von leicht eigentlich. Ist gut. Also die, der Dreier-Kombi-Sprung da hinten hat am Anfang war er echt schwer, aber mittlerweile geht er eigentlich. Ich weiß jetzt noch nicht, welchen du meinst, aber ich werde sicherlich gleich checken. Ups, ich bin kurz hängen geblieben. Ach, der hier? Ja. Das ist sogar ein Vierer-Kombi. Ja, ohne Probleme gemeistert. Aber auch nur, weil ich langsamer unterwegs war, ne? Sonst wäre ich an irgendeinem davon hängen geblieben. Ich find's lustig, dafür, dass du das lange nicht gespielt hast, kennst du trotzdem noch die ganzen Abkürzungen. Ja, sowas vergisst man nicht. Bei einem Strecken, die man ja oft gemacht hat, die habe ich ja auch zum Beispiel sehr oft gemacht. Zum Beispiel der auf dem... Mit dem Rennen, was man auf dieser Insel da gemacht hat, eben, wusste ich gar nicht mehr, wo ich hin musste, war ich total gerade überfordert. Das war's mit einer Renne hier. Genau, also geht's weiter zu dem nächsten. Ah ne, ich wollte noch kurz hier Stall. Stallhilfe. Also nicht Stallhilfe, sondern. Ach, eigentlich ist es auch Stallhilfe, bloß dass ich helfe und nicht die anderen. Ja, und dafür, dass du. Warte mal, hier ist auch noch ein Rennen. Schillinge bekommst. Was? Wo ist hier? Ist das hier nicht ein Rennen? Ach nee, bei, Stil, bei Stein war das immer nur hier die komischen Stallaufgaben, glaube ich. Die Schweinestall und so. Macht ihr das Firkwurf-Champi? Weiß ich gar nicht, ob wir das machen. Machen wir das Firkwurf-Champi? Wann ist denn das? Kam sicherlich gerade schon eine Info, oder? Dass es bald startet. 15 Minuten stand da, also wird's dann um voll losgehen dann. Also 13 Uhr. Wollen wir's machen? Was ein Championat mal wieder? Okay, ich verkacke eh, weil mein Pferd total schlecht ist noch. Ich muss dann halt mein Pferd wechseln. Ja, den könnte ich dafür dann mein Urpferd holen, das ist einigermaßen schnell. Dass ich zumindest nicht komplett verkacke. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir, dann mache ich nach diesen Aufgaben. Bereite ich mich vor für das Championat. Alles gut? Ja. Ich brauche gerade Pferdeäpfel weg, ey, das ist. Was? Okay. Also kann ich das noch kurz mit Olli machen. Was musst du mit Olli machen? Wir werden um 13:30 geholt. Also kann ich mit dir noch das Championat machen, dann muss ich offline. Ja, okay. Na, du kommst her und entführst mich ganz schnell. Willst du das? Ja. Keine Lust. Könnte ja Kevin ruhig sagen, dass es dir nicht gut geht, ja. Das habe ich, war schon das letzte Mal so, dass ich nicht hingegangen bin zum letzten Pfannkuchen essen, weil es mir halt so scheiße ging. Jetzt nochmal abzusagen, weil ich krank bin, ist halt auch wieder scheiße. Habe ich mich halt dann eine Stunde hin, quatsche ein bisschen und dann fahre ich wieder. Dann werde ich jetzt pünktlich zum Pokémon-Stream hier da. Sicher, dass du dann wieder pünktlich da bist? So, Twins, bis nachher, bis gleich. So, ich muss mal ganz kurz was machen. Und zwar habe ich heute noch nicht gesnappt, bevor ich es nachher vergesse. So, einmal Sonntag. Ich kann keine Uhrzeit mehr verwenden. Ist ja lustig. Ich habe bis jetzt immer meine Uhrzeit mit drin gehabt, meine Uhr fehlt.
Was ist eigentlich so das schnellste Pferd, was es in SSO gibt? Oh, du stellst mir Fragen. Keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Also mittlerweile sind ja fast alle gleich schnell, würde ich jetzt mal behaupten. So. Und dann hat Leonie geschrieben, ich soll mal ganz kurz. Ach so, das ist die Maus. Ja, hat was. Okay, die Farbeffekte, das kann ja mittlerweile jede Maus, und das ist ja auch meine. Also dann sieht sie gar nicht so schlecht aus. Findest du mein Curly Horse süß? Dein Curly Horse? Ja, es hat was. Es sieht so aus wie so ein. Wie so ein Mini-Huffy. Plus anderes Fell und andere Mähne und alles anders. Feuerkurf war das, oder? Feuerkurf. Gut, ich lasse mich mal kurz abholen und dann treffen wir uns gleich in Fürkwurf, weil ich muss jetzt noch das Pferd holen, was ich dann jetzt gleich nehme. Und dann muss ich ja noch mit dem Pferd dorthin reiten, nach Fürkwurf, weil ich will nicht den Transporter nutzen, aber wir haben ja noch 9 Minuten, das schaffen wir. Daniel Dorninger, hi! Chiara meinte ich natürlich. Hi Chiara! Die Maus hat 120 gekostet. Okay, so viel Geld würde ich nicht für eine Maus ausgeben. Ich würde kurz sagen, meine 25 gekostet und das langt doch eigentlich. Oh, sie hat es doppelt geschrieben, dass sie 120 kostet. Leonie, einmal hätte es doch ausgereicht, dass du 120 schreibst, ne? So. Oh, ich hab so einen Ohrwurm. Ja, so einen ganz bösen Ohrwurm. Hätte ihr das Lied nicht schicken sollen. Ja, du, den Ohrwurm habe ich ja auch so. Ich weiß, wie oft ich das Rennen gemacht habe. Ja, nur, dass ich diesen Song höre. Ich finde den total cool. Oh mein Gott, du warst vorhin Morland auf dem Strand. Ja, auf dem Strand nicht, aber am Strand war ich auf jeden Fall. Da hast du recht. Ja, wo ist denn das Pferd? Ich glaube, das habe ich da hinten. Ich finde es auch mittlerweile gut, dass man ohne Probleme in den Stall gehen kann. Ja. Ohne dass man aus der Gruppe fliegt. Das finde ich auch sehr gut. Stimmt. Ich wollte gerade eigentlich sagen, lade mich wieder ein, aber ich bin ja noch in der Gruppe. Ja, richtig. Ja, sehr viele Neuerungen. Oh mein Gott. Kater schreibt auch gerade, meine Maus hat, keine Ahnung, glaube 25 oder so gekostet. Und die ist pink. Ja, okay, eine pinke Maus würde ich jetzt mir nicht holen. So. Ab nach Fürkwurf. Also, ich würde sowieso eigentlich, also wenn man so richtig ein Gamer ist, da hat man ja einen Verschleiß wie nichts an Tastatur und Maus. Und ich finde dann, 25 für eine Maus ist ja okay. Man soll halt gucken natürlich, dass er eine gewisse Geschwindigkeit hat. Aber das war's. Ja, ich habe gerade total gefailt. Packst du es überhaupt ist noch in 7 Minuten? Ja, ich bin schon morgen gerade losgeritten. Ich schaff das doch in 7 Minuten bis nach Fürkwurf, oder? Okay. Hab dich da gesehen, weil ich mit meiner IBF auf dem Strand. Ach so, also warst du da tatsächlich? Ich hab da gar nicht so drauf geachtet. Reite ich richtig? Ja, sieht gut aus. Jetzt kommst du noch dann zu spät. Das hatte ich gestern. Ich habe mich gestern eingeloggt. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es war. Ich habe mich eingeloggt und dann in Welden habe ich mich eingeloggt. Da habe ich das Championat nämlich noch gemacht. Und war auf dem Platz und da ist gerade dann wieder ein Championat losgegangen. Aber ich war leider zu spät an 2 Minuten. Die sind nämlich alle schon gestartet. Hat gut ausgesehen, wie du so alle Pferde gleichzeitig losrennen. Du Vogel, ich habe es nur einmal geschrieben, aber naja, ich habe es ja nicht bezahlt. Aber im Stream wurde es 2-mal angezeigt, deine Nachricht. Ja. Aber ich habe es ja nicht bezahlt. Die Maus hatte meinen Onkel gehört und er hatte sie bis jetzt 3-mal benutzt. Ja gut, dann würde ich sie auch nehmen. Ne? Und Kater, was fandest du schön? Ich muss so gucken, wo ich überhaupt lang reite. Gut, ich bin noch richtig.
Bestimmt ihre Maus, die sie hatte. Oder hat. Ach so, ja, die pinke Maus, richtig. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Ja, gut. Pink wäre nicht so meins. Meinst du auch nicht. Jetzt kommt natürlich drauf an, welches Pink. Ist es so ein schönes, zartes Rosa? Dann ja, aber so ein richtig grelles Pink, ich glaube auch nicht. Es gibt ja Pink, wo eigentlich auch einigermaßen noch schön aussieht. So, in 5 Minuten geht's los. Ist er schon hier? Ich bin jetzt gleich Wirkwurf. Also ich sehe 2 blaue Namen. Ja, ich bin noch ein paar Sekunden entfernt. Ich würde so einschätzen. In 30 Sekunden bin ich ungefähr da. Ist ein dunkles Pink, schreibt sie. Okay, eine Bluetooth-Maus würde ich schon generell nicht nehmen. Also das kommt mir schon vorbei. Wenn es eine Bluetooth-Maus ist. Vor allem mit Akku. Batterien. Ja, weißt du, dann bist du in irgendeinem Kampf, dann sind die Batterien ja, dann musst du austauschen. Okay, du kannst dich dann natürlich wieder aufladen. Jetzt, ja, das hatte ich früher am Laptop, ich noch gespielt. Ich hatte so eine Funkmaus halt. Das haben wir, ich weiß nicht, woher wir die Maus hatten. Und irgendwie, wenn ich immer in Minecraft PvP unterwegs war, war die leer, die scheiß Maus. Und ich bin deswegen immer draufgegangen, weil die auf immer dann halt ausging. Und ich hätte aber auch noch nicht vorher Bescheid gesagt, dass sie wenig Akku hatte. Die ging dann einfach halt aus. Ja. Okay, ich weiß nicht, wie die heutigen Mäuse sind, ne? Ob die da irgendwie ein bisschen besser drauf sind. Keine Ahnung. Ich bin angekommen. Echt? Dann müssen wir jetzt leider die Gruppe verlassen. Ja. Da müssen wir ja auch wegen Championat. Ja, richtig. Hey, du hast noch 3 Minuten Zeit. Ich stehe ja schon hier, ich hab schon angenommen. Du hast trotzdem noch 3 Minuten Zeit. Ja, siehst du, ich bin gut, ne? Ich bin gut. Luisa, nur noch 4 Minuten. Ich bin da. Hi. Oh, das ist mit gejoint. Hallo. Kann ich auf deine Freundschaftsliste? Wenn man mir noch eine Anfrage schicken kann, kannst du mir gerne eine schicken? Olli? Ja. So, zum Thema Maus. Ich war zu faul, um mehrere Texte zu schreiben, den Chat voll zu schreiben. Die Maus, die ich davor hatte, ne? Das ist eine von Logitech, glaube ich, mit so einem USB-Anschluss. Und die hat man aufgeladen. Das Problem ist, mein Vater hat meine Maus genommen, weil bei dieser Bluetooth-Maus der Linksklick kaputt gegangen ist, weil er zu stark drauf gedrückt hat. Jetzt ist es verklemmt, jetzt musst du richtig stark drauf drücken. Und ich so, okay, ich brauche es eh nur zu, andere Spiele spiele ich ja momentan auf dem Laptop nicht. Mhm. Und das Problem bei dieser Bluetooth-Maus ist, du kannst die Geschwindigkeit einer Maus nicht ändern, sondern musst es bei den Einstellungen. Und das hat mich so hart abgefuckt, weil die, wenn ich es normal hatte, war sie zu langsam und mache ich es um 1% schneller, ist es viel zu schnell. Und dann habe ich erst meinen Onkel angeschrieben und gefragt, ja, kannst du mir dieses Tablet holen? Bekomme ich auch nächste Woche. Aber bis da hatte ich keinen Bock, eben mit dieser Maus zu spielen. Deswegen habe ich die von meinem Onkel genommen. Und ich bin echt zufrieden mit der. Also, die ist übelst gut. Ja, und du kannst ja mit den Farbvarianten, ne, meine ist zum Beispiel auf blau eingestellt, ne, weil blau ist so meine Geschwindigkeit, wie meine Maus sein soll. Ne? Und da kann man die auf langsam und weiß ich was alles einstellen. Also das finde ich auch recht gut bei solchen Mäusen. Ja, bei dieser Maus, die ich jetzt habe, der Vorteil ist, die hat nämlich links und rechts jeweils 4 Knöpfe. Mhm. Keine Ahnung warum. Aber links hat sie noch sowas wie ein, wie soll ich sagen, so ein extra Knopf, wo ich die Geschwindigkeit einstellen kann. Wenn ich so nach vorne drücke, wird es langsamer, wenn ich so nach hinten drücke, wird es schneller. Und wenn ich auf den Knopf, so den Knopf reindrücke, kann ich die Farben ändern. Aber ich bin momentan sehr mit dieser lila Farbe zufrieden, gefällt mir. Ja. Und das Weiße halt. Was? Hatte mal eine Bluetooth-Maus, aber die ist kaputt. Ich hatte früher mal eine Bluetooth-Maus und mich hat es immer angekotzt, ja, das immer, wenn ich irgendwas machen wollte. Die war immer schon, wenn du durchgehend spielst, war die immer schon nach 6-7 Stunden, war die schon näher. Ne, und du musstest immer den Akku wechseln und... Nee, bei dieser Bluetooth-Maus, die ich davor hatte, war es so, du hast sie einmal aufgeladen und konntest wirklich einfach so einen Monat durchspielen, ohne dass du sie auflädst. Und dann, wenn du sie auflädst, dauert es 15 Minuten, die ist wieder komplett voll. Ja gut, das ist dann wieder was, das würde ich dann wieder okay finden. Ja, ist krass, dass sie einen Monat durch... Und dann war es damals noch bei der Maus so, ne? Du hast den Rechner ausgemacht, ja?
Und die scheiß Maus, die hat durchgehend geleuchtet. Das war, glaube ich, auch eins der Probleme. Weil die waren. Bei der Maus nicht. Nee, weil die Maus ging nie aus, ne? Und dann ist es natürlich klar, wenn der Laser unten durchgehend leuchtet, ne? Dass irgendwann auch der Akku kaputt ist, ne? Weil es immer durchgehend an ist. Man musste wirklich einfach die Batterien rausnehmen, weil man hatte Pech. Der Vorteil bei dieser Maus ist, du verbindest diese Maus ja nicht per Bluetooth, sondern die ist mit USB-Anschluss. Das heißt, steckst du den USB-Anschluss am PC an, ist die automatisch sofort verbunden. Machst du den USB-Anschluss raus, ist die aus. Ja, das ist ja der USB-Anschluss. Das ist ja so ein kleiner Sender, der da drin ist, der über Bluetooth läuft meistens, ne? Nee, ja, kann sein. Manchmal blinkt das USB-Teil auch so einmal alle paar Sekunden blau oder so. Bei dem nicht. Okay. Ich kann ja gleich ein Foto schicken, wie es ausschaut. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner Mini-Stöpsel, ne, wo man sich so denkt, okay, wozu stecke ich das jetzt da rein? So, das Rennen geht gleich los. Mal gucken, welche Gruppe ich bin. Ob ich mit Franz in einer Gruppe sein werde, ich glaube nicht. Ich werde wahrscheinlich bestimmt nicht. Ich bin vom Level viel zu hoch. Ich bin Gruppe 1. Also früher, wie wir noch auf einem Level waren, ging's ja noch, aber mittlerweile bist du viel zu hoch. Sophie Kingstar ist auch mit mir in der Gruppe. Ist Irene auch da? Nee, Irene sehe ich jetzt nicht auf Anhieb. So. Ich bin glaube alleine. Aber wenn solche Bluetooth-Teile so lange halten, ne? Ja. Dann sollte ich mir das tatsächlich auch mal überlegen. Bluetooth hat schon was, ne? Du hast nicht für so viel Kabelei rumzuliegen. Der Blue ist aber von Logitech. Weil die anderen Mäuse, also mein Vater hatte wirklich so viele Mäuse gehabt. Vor allem, weil er spielt ja, ich habe das schon mal Andi erzählt, der hat solche Ballerspiele. Und bei diesem Ballerspiel musste er sehr oft auf den Links- und Rechtsklick drücken. Und er hatte so viele Mäuse ausprobiert gehabt, die sind gefühlt nach ein, zwei Monaten kaputt gegangen. Diese Maus hatte jetzt, glaube ich, fast 2 Jahre und die ist nie kaputt gegangen. Und hatte Logitech nie Probleme mit Akku oder sonst was. Ja, Logitech macht ja auch richtig geile Lenkräder zum Beispiel für irgendwelche Spiele und richtig geile... Allgemein, Logitech ist eine übelst geile Marke. Die machen fast alles einfach nur geil. Ja, wie gesagt, bestes Beispiel auch, wie gesagt, Lenkräder machen sie richtig gut, Webcams machen sie richtig gute. Aber ich muss zugeben, dafür, dass die neue Maus, die ich jetzt habe, kein Produkt von Logitech ist. Natürlich gibt es halt auch Marken, die sind auch gut. Aber dafür, dass es kein Logitech-Produkt ist, ist die Maus mega gut. Ich habe so vieles momentan mit der Maus probiert, auch mit den Knöpfen und alles. Und habe probiert, okay, Geschwindigkeiten und alles und... Scheiße. War einfach alles gut. Ich hab dir jetzt mal ein Foto geschickt, wie die Mäuse ausschauen. Ja, ich kann später mal nachschauen, weil ich mache ja gerade das Championat. Jo. Und ich bin total schlecht mit meinem Pferd. Ich dachte eigentlich, dass ich besser bin. Vielleicht ist nur der Reiter schlecht, nicht das Pferd. Nee, das Pferd ist eindeutig schlecht. Weil das Pferd geht's ja natürlich auch nicht gut, ne? Das hat so einen traurigen Smiley schon fast. Weil ich hab keine Stahlhilfe, ne? Da habe ich zu spät dran gedacht, dass ja mein Pferd total down sein wird wahrscheinlich. Ich hole nachher auf jeden Fall noch Stahlhilfe. Dann mach Stahlhilfe an. Ja, bringt mir aber jetzt für heute auch nichts mehr. Ja, aber für die anderen Pferde für die nächsten Tage. Ja. Deswegen fütter ich täglich meine Pferde. Ja, ich habe nicht die Zeit, mich täglich einzulocken. SSO Twins, WB, willkommen zurück. Das Pferd hat einen Drehwurm. Du musst verstehen, er nimmt schon sehr viel Zeit für Shakes und Fidget an sich. Ja, ich bin kurz vor Level 200. Echt jetzt? Ich bin gerade mal Level 107. Gleichzeitige Zuschauer, 11 Stück. Hallo an alle 11 Leute, die gerade zuschauen. Guten Morgen. Schön, dass ihr reinschaut. Wie geht's euch? Lasst gerne ein Like da. Wenn ihr kein Like da lassen wollt, auch gerne ein Dislike. Hauptsache irgendwas. Oder gar nicht. Einfach rausklicken. Weißt du was? Also, ich glaube, unsere Gilde wird im Bach untergehen. Warum? In Jason Fitted, weil wir hatten bis vor kurzem, hatten wir glaube ich 45 Leute in der Gilde und 8 Stück waren inaktiv. Das heißt wirklich komplett auf Rot. Alle 14 Tage, außer 2 Personen, die waren sogar 21 Tage, nicht mal online. Und wir haben mehrere Gildenanfragen geschickt und dann ist halt klar, dass niemand reinjoint, wenn man sieht, okay, die und die Personen sind halt inaktiv und so, was bringt es in der Gilde zu sein.
Jetzt baut es mittlerweile auf. Jetzt sind wir mittlerweile 49 Leute, aber die 8 Inaktiven sind halt drin. Wir wollen sie halt nicht kicken, weil wir diese Bonis noch haben. Und wir finden einfach keine neuen Leute. Und es gehen immer wieder mehr Leute, die übelst gut waren aus unserer Gilde. Hm. Wir haben selbst angefangen, Leute in die Gilde anzunehmen, die nicht den Anforderungen passen. Weil wir haben gesagt, Anforderungen mindestens Level 95. SA soll 35% gefüllt sein und das Reittier soll 30% Minimum sein. Okay. Ja, was ist? Der Gildenleiter, der hat irgendwie momentan nicht so wirklich Zeit, vor allem weil er mit Paul diesen 38-Stunden-Stream gemacht hatte. So, kleiner Blick, ich bin mal kurz einmal im Stall, wechsle das Pferd wieder und komme wieder nach Fürkwurf. Also ihr könnt ruhig in Fürkwurf bleiben. So, weiter? Und auf jeden Fall habe ich den halt so angeschmissen, ja, vielleicht wäre es gescheit, noch einen Offizier einzustellen, weil wir sind momentan zwei Offiziere und halt Gildenleiter. Also vielleicht ein extra Offizier, der dafür sorgt, dass wir neue Mitspieler bekommen, weil ich bin diejenige, die dafür sorgt, dass jeder den Anforderungen gehört, so 95 Level und so, bla bla bla. Ja, der Gildenleiter hat einfach auf nichts mehr Bock, hat auch irgendwie gar keinen Bock mehr auf die Gilde und die ganzen guten Spieler, die verlassen uns. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass wir von Platz 12 ganz tief runtersinken werden. Okay. Wer weiß, vielleicht wechsle ich zu euch. Ach, dann kommst du wieder an, ja? du hast aber gute Chancen, bei uns wieder reinzukommen. Aus dem Grund, weil Rex jetzt heute oder morgen aufräumen will. Irgendwelche Leute, die halt nicht die Kriterien erfüllen, will er austauschen. Was sind eure Kriterien? Ritterhalle auf eine bestimmte Höhe und was ich was alles und Lehrmeister und so weiter. Ritterhalle ist bei mir bald, sogar glaube ich auf Level 11. Mein Sammelalbum ist mittlerweile auch 42% gefüllt. Ich bin Level 105. Ich habe von den Ausbauten jeweils 8,8. Den Niedrigste sogar 9,9. Und mein Reittier wechselt mal zwischen 30% und 50%. Okay, warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich weitermachen. Mit SSO. So, ich gehe mal ganz kurz einmal bei Shakes and Fidget rein. Einfach nur, um mal kurz zu gucken. So, also. Wir haben freie Plätze, haben wir deshalb 3 Stück. Mhm. Mitgliedsvoraussetzungen: Loyalität und Ausdauer, Aktivität, Respekt und Freundlichkeit, Beteiligung am Vollausbau, 100 bis 320 Alu täglich, 50er, 30er Mount halt, ne? Gepflegtes SA, aus bei der Ritterhalle mindestens 10. Melden zu Angriffen und Verteidigung, Gildenkommunikation und ja. Er hat es gar nicht reingeschrieben. Er hat es aber nicht reingeschrieben zum Thema aus bei der Ritterhalle. Okay, da steht ja mit mindestens 10, aber er hat es nicht reingeschrieben. Lehrmeister und Dings. Das finde ich aber woanders raus, hat er mal eine Privatnachricht geschrieben. Ausbauten, hier haben wir es. Damit wir wieder den Vollausbau erreichen, werden die Mindestanforderungen für die Ausbauten auf GS 8 und LM 6 festgesetzt. Also erfüllst du beides? Ich erfülle einfach jede einzelne Aufforderung. Ritterhalle ist bei dir mindestens 10, ja? Die ist demnächst auf Level 11. Ja gut, dann hast du es ja auch. Also dann würdest du sofort angenommen werden. Easy. Ja, nee, mal schauen. Also ich bin ja schon mal von dieser Gilde rübergejumpt auf die neue jetzt. Hm. Auf die Lost Nation. Ich muss zugeben, ich fühle mich sehr wohl dort. Also die Leute, die sind alle übelst korrekt und man kann sich übelst gut miteinander verstehen. Halt Kortrak, unser Gildenleiter, ist momentan sehr inaktiv, aber liegt auch gesundheitlich dran, weil er eben diese 38 Stunden durchgemacht hat mit Paul. Hm. Zumindest Paul hat immer wieder geschlafen. Er hat wirklich diese 38 Stunden durchgezogen und hat dann auch weiterhin nicht gepennt, ist dann echt übermüdet nach Hause gefahren und gesundheitlich ist sein Körper momentan am Arsch. Ja, okay. Und dann verstehe ich es halt, dass er momentan Stress hat. Er hat auch gesagt, wir sind selbst alle jetzt in einer schweren Lage. Aber ja, mal schauen. SSO Twins, streamst du heute noch Pokémon? Ja, mache ich auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob ich es heute Abend mache oder heute Nachmittag sogar schon. Kann sogar sein, dass es heute... Wer ist denn jetzt gegangen? Leonie. Okay. Bye bye. Also Pokémon kommt auf jeden Fall heute noch. Habe mir gestern Pokémon Schild gekauft.
Anfang 2020 kaufe ich mir Pokémon Home und Schwert. Warum hast du nicht Schwert geholt? Dann hätten wir gemeinsam schöne Sachen machen können. Obwohl, können wir zusammen in eine Gruppe, wenn du Schild hast und ich Schwert? Weil Möchtest du gehen oder nicht? Da sind zwei verschiedene Spieler auf der anderen Seite, ne? Weil deswegen würde ich es gut finden, Franzi, wenn... Das Einzige, was das Spiel ausmacht, die Version, ist halt, dass es andere Pokémons gibt, zum Beispiel. Also, meistens macht es 1 bis 5 Pokémons aus. Also, dass du zum Beispiel, wenn du Pikachu in Gelb haben kannst, kann die andere Version Pikachu in Schwarz haben und sowas halt alles. Ja, aber denkst du, dass du musst den Unterschied noch sehen, dass das ja jetzt auch Multiplayer funktioniert, ne? Du kannst ja mit anderen Leuten zusammen was machen. Und denkst du, das ist dann trotzdem ein Server? Ja. Glaube ich nicht. Frau Unge konnte ja auch mit dem anderen Typen nicht zusammenspielen. Mahlzeit. Ja, ich gehe. Ja, Unge konnte ja damals auch mit den anderen Typen nicht zusammenspielen, deswegen bin ich da ein bisschen unsicher, tatsächlich. Mike Army schreibt, meine ganze Familie hat nämlich Schild. Ja gut, dann würde ich mir auch Schild holen, theoretisch. Oder gerade dann würde ich mir wahrscheinlich Schwert holen, um zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Pokémon Home kommt auch neu raus. Pokémon Home sagt mir noch gar nichts, da habe ich mich noch gar nicht drüber informiert. Also zu Pokémon Home kann ich noch nichts sagen. So, wir machen also jetzt erstmal mit SSO ganz mal weiter. Wow. So, Franz, bist du noch da oder bist du schon ausgeloggt? Ich bin, SSO bin ich weg, ich muss nämlich hier klar aufladen. Ach so, okay. Also ich mache jetzt erstmal die Firkwurf-Stallaufgaben. Dann mache ich die Firkwurf-Rennen, die ich über alles hasse. Aber heute mache ich alle Rennen mit. Heute werde ich hier alles rocken. So. Na, wie geht's euch? Ja, ganz gut. Und dir? Ja. Das ist doch schön. Kann nicht klagen. Mit euer cooles Internet, ne? Der Spruch hat heute doch gefehlt. Aber hey, ich habe am 9. Dezember, übrigens auch für die Zuschauer, die jetzt noch zuschauen, sind ja heute mal einige, komischerweise, ja, schön, dass ihr da seid. Am 9. Dezember zwischen 8 und 16 Uhr wird meine 100.000 Leitung freigeschaltet. Und ich wusste gar nicht, dass das immer noch so kompliziert ist, ne? Ich bin ja bei O2 und O2 wollte natürlich meine Leitung sofort freischalten. Aber die müssen meine höhere Leitung bei der Telekom bestellen. Und die Telekom hat es bestätigt, okay, ihr bekommt die teure Leitung am 9. Dezember. Ich wusste gar nicht, dass es noch über diesen Umweg läuft. Ich habe wirklich gedacht, okay, O2 hat es sich eingekauft und kann jederzeit einfach mal hochschalten. Aber es ist tatsächlich noch nicht so der Fall. Es läuft noch über die Telekom, dass die Telekom meine Leitung hochschrauben muss. Ach, das wird schon, Olli. Deswegen gibt es auch kein Widerrufsrecht. Da habe ich mich auch nochmal informiert. Widerrufsrecht gibt es nicht, wenn ich jetzt hochstufe. Wenn ich es habe, habe ich es. Okay. Weil es natürlich doof, ne? Jetzt tun die bei der Telekom eine höhere Leitung beauftragen. Und nach 2-3 Tagen sage ich mir, okay, das reicht mir doch nicht aus. Ich will es wieder runter haben. Wäre natürlich doof für die, ne? Ja. Ach, ja. Ja, also ich habe jetzt kurz gegoogelt, also ich finde jetzt nichts dazu, dass es nicht funktioniert oder dass es funktioniert. Aber Multiplayer an sich funktioniert ja. Ich habe ja schon ganz viele andere Spieler gesehen. Man muss halt nur angeben, dass du es mit dem Internet verbinden möchtest. Ich habe Videos halt gefunden, wie es funktioniert, dass man Multiplayer spielen kann, auch wie man mit Freunden spielen kann. Mhm. Aber ich habe jetzt halt nichts gefunden. Ob das funktioniert mit Schwert und Schild, meinst du, ne? Ja. Aber ich weiß halt sowieso nicht, welche Edition ich mir hole oder ob ich überhaupt Pokémon mir hole. Das hätte ich gesagt, dann nehme ich halt Schild, dann können wir es ausprobieren. Ja, und wenn es nicht Multiplayer zusammengeht, ne, dann ist es halt so. Ja. Minuszeichen, komme gleich wieder, muss Pommes machen gehen. Ja, viel Spaß. Oh, machst du welche mit? Ich hab Bock auf Pommes jetzt gerade. Wir haben gerade thailändisch gegessen. Ach, und Thai Dennis kommt gerade von Leonie. Hi. Hallo Dennis. Hallo. So, wo waren denn nochmal die Rennen, Firkwurf? Bin gerade ein bisschen verpeilt. Ich glaube, ich muss dafür raus aus Firkwurf, ne? Und dann irgendwie links, war das so? Ich habe gerade keinen Plan. Doch, ich glaube, das war hier. Ja, da sind sie schon. Ich wollte schon sagen. hast du das Spiel als Card gekauft?
Nee, ich habe das Spiel über den Nintendo Online Store gekauft. Würde ich mir nicht machen. Schau mal vor, du hast die Karte, ja, und verlierst sie. Und du hast die Arschkarte. Ja klar, das ist, es gibt natürlich Vor- und Nachteile. Ich denke halt so, wenn du es halt als Download hast, musst du halt ein gutes Internet haben. Sonst dauert halt es stundenlang, bis es runtergeladen ist. Und wenn du halt die Karte hast, steckst du es rein und kannst spielen. Fertig. Klar, es ist Du dann. weißt, wie groß die Switch-Spiele sind? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du weißt, dass die Switch generell nur einen Speicher von Maximum 16 Gigabyte oder so hat. Also nicht wirklich viel. Ja, aber trotzdem, es hat natürlich seine Ich Vor- weiß und gar nicht. Nachteile, aber ich mag lieber CDs als Ich Download. weiß gerade gar nicht, wie viel Speicher die Switch hat, aber auf jeden Fall, Fortnite ist, glaube ich, wenn du das drauf hast, kannst du kaum noch ein anderes Spiel draufpacken. Kann gut Ja, sein. die können auch schon einiges an Speicher haben, ne? Aber nicht mal annähernd so wie auf dem PC, wenn du dir jetzt Fortnite holst mit 68 GB. Das würde bei der Switch zum Beispiel gar nicht mehr funktionieren. So, ich bin jetzt aber weg. Ja, okay, das stimmt auch natürlich. MicroSD geht natürlich. Okay, Franzi, bis dann erstmal. Danke, Schön, noch einen viel schönen Tag. Spaß. Bis später. Ja, danke. Bis später. Sie freut sich überhaupt nicht drauf. Man merkt sie an. Nein. Ich würde am liebsten zu Hause bleiben. Bleib zu Hause. Bleib bei Kann ich mir. nicht. Bleib bei mir, Franzi. Ja, komm her und entführ mich, bitte schnell. Ja. Wir ziehen den, was, März, einen Monat bei dir sein vor. Im März schon? Und was, April oder März? April eigentlich. Okay, was? Warte, echt? Ja, im Und wir. April sind die Bauarbeiter auch hier. Das wird total spannend. Dann kann ich dann den ganzen Monat bei dir Animal Crossing durchsuchen. Theoretisch schon. Okay, viel Spaß euch noch. Danke, danke. Bis später. Bis dann. Bis dann. Was? Und willkommen eine neue Brille. Leider nicht von Mr. Specs, aber von Fielmann. Ja, okay, Fielmann ist heutzutage um einiges überteuert gegenüber Mr. Specs. Mr. Specs ist um einiges besser. Ne? Nur so zur Info. So, und Hashtag keine Werbung. Das hat mein Arbeitgeber, deswegen sage ich das halt so. Ne? So. Haben wir aber ein. Was? Mir ein Regal eingerichtet, wo ich Spiele hin tue. Achso, ein Regal meinst du wahrscheinlich. Dazu, ich habe mir noch so einen Gameslot gekauft. Hast du einen Gameslot noch gekauft? Ach so, okay. Ja gut, aber du, ich bin so offen, ich will jetzt irgendwas spielen. Ich nehme das eine raus, pack das andere wieder rein, weißt du? Dann liegt es da erstmal irgendwo. Bin immer viel zu voll, das irgendwo hinzutragen. So, 3, 2, 1. Dann mache ich jetzt mal hier die hässlichen Fürkwurf-Rennen. Ich hasse diese über alles. Die schlimmsten Rennen überhaupt. Da geht's schon los. Und springen. Und nochmal springen. Und nochmal springen. So. Ach ja. Olli? Ja. Also hab eventuell eine Idee. Woran? Du hast eine Idee. Was hast du denn für eine Dass Idee? wir beide einen Doppelstream machen. Ach, fürs Stream? Ja, ich kann jetzt mit der Leitung, kann ich es ja. Mit dem PC kann ich es und mit der Lazy kann ich es auch. Also, das funktioniert alles. Bist du SSO-Stream, ja? Nein. ja. Hättest du Lust drauf? Wann Sag denn? mal so ein Stürzen wir nächste Woche Freitagabend oder Samstag? Wir müssen mal gucken, wa? Jo. Einen Tag davon bin ich mit Steffen in der Milchbar, wahrscheinlich Freitag, nach der Arbeit direkt. Ja, dann bist du da Samstag fit. Hoffe ich mal. Ja, gehe ich von aus. Ja, und dann lass uns mal ein Doppels machen. Also, dann machen wir gemeinsam.
Ja, schauen wir doch mal. Dann müssen wir halt noch ein Spiel finden. Jo. Nee, ich zahle die Brille nur 26 Euro. Das Modell kostet nichts, nur die Gläser. Ja, bei uns gibt's ähnliche Varianten. Bei uns bezahlst du für die Gläser nichts, aber für das Modell. Und Gläser kommst halt drauf an, was du für eine Sehstärke hast, ne? SSO Twins, Olli hat nicht mal angefangen und Sophie und ich sind schon fertig. Ja, sorry, ich habe halt ein bisschen gebraucht, ne? Ich bin halt nicht mehr der Jüngste. Habe am linken auch minus 1,75 und rechts minus 1 von der Optik her. Ja, da wären die Gläser kostenfrei bei uns. Das heißt, du wärst bei uns, jetzt zum Black Friday zum Beispiel, würdest du schon wahrscheinlich für 10 oder 15 Euro eine Brille bekommen, inklusive Gläser, kostenfrei. Kommt halt immer drauf an, was man auch für eine Brille haben möchte. Wenn man jetzt natürlich eine, keine Ahnung, Luxusbrille haben möchte, dann wird es natürlich ein bisschen teurer. Das ist ja immer noch das andere Thema. So, jetzt kommen die beiden Rennen, die ich überhaupt nicht mag, aber muss ja mal getan werden. 3, 2, 1. Und springen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Und sonst so, ich habe mitbekommen, ja, gestern, bevor ich schlafen, also ich habe ja bis um 3 oder so irgendwas gemacht da, ne? Da war, ja, ja. Da war immer noch Nettie und Steffen waren da immer noch im TS, wa? Ja, ja, wir waren circa bis um 2:30, glaube ich. Und ich bin dann irgendwann mal abgehauen, weil die Glühwürmchen mir zugefallen sind und habe gesagt, jetzt Schluss, jetzt reicht's. Ja, glaube ich dir. Konnte mich nicht mehr konzentrieren und ja. Aber so muss ich wirklich sagen, Nettie scheint's wirklich, die Klinik scheint dir richtig geholfen zu haben. Ja, ja, klar. Das ist doch auch was Schönes. Jo. Ich sage, das Ziel, was wir erreicht haben, was wir die ganze Zeit erreichen wollten, haben wir jetzt erreicht und was ich schade finde, dass ich nur alle 2 Jahre dahin kann, weißt du? Und nicht, ne? Jedes Jahr. So wie bei einer Reha oder so. Ja, ja, richtig. Da mucken wir. Moin! Hello, Wand! Hallo! 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 So, voll dagegen gedüst. Was ist? Nix, alles gut, alles gut. Hat sie erst nächste Woche Bock mitzumachen? Ich will mit Samstag mit Olli ein Doppelstream machen. Mal gucken. Wir streamen dann Tetris oder so. Ein Ostream. Irgendwas Schönes hier. ETS haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe schon Ewigkeiten kein ETS mehr gespielt. Ja, das muss ich auch mal wieder aktualisieren. Ach, das ist ja jetzt kein Problem mehr. Wir haben ja eine gute Leistung. Ja. Geht ja innerhalb von Sekunden. Na okay, man muss immer noch bedenken, ne? Wenn das Internet schneller ist als der PC, der hat er Probleme. Na, zum Runterladen ja nicht. Das, ja. Na, meine Festplatte schafft irgendwie 5 GB die Sekunde oder so. War wenig. Ja, meine. Ich find's okay. Hab mehr. Also sagen wir es mal so, meine Internetleitung kommt da eh nicht ran. So, was mal. Ich muss jetzt mal kurz wieder einmal rüber switchen bei Twitch. So. Ist Steffen unterwegs heute? Keine Ahnung. Ich habe nichts von ihm gehört heute. Guten Sonntag. Normalerweise trifft er sich doch immer guten Sonntag. Habe auch nur 2 Card Games. Die anderen downloade ich auch. Aber ich habe halt noch keine Switch und wegen Black Friday war es dann halt günstiger, nur 25 Euro. Ja gut. Aber Black Friday ist doch erst. Der kommt doch erst am Freitag. Und da spare ich lieber 50% und wechsle dann halt die Spiele. Ja, das stimmt. Ja, aber Steam und Cody haben jetzt schon Black Friday drin. Zum Beispiel auch der PlayStation Store, der hat auch schon zum Beispiel Red Dead für 34 Euro drin. Genau, die Black Friday Week, die beginnt ja, hat jetzt am Samstag schon begonnen, soweit ich weiß. Aber am Freitag wird sie noch mal günstiger. Im Normalfalle. Wie gesagt, ihr habt ja schon angefangen. So, was ist eine Milchbar? Eine Milchbar ist eine Bar, wo ich, sagen wir mal so, sehr oft mit Steffen was trinken gehe. Genau, natürlich nur Milch, nichts anderes. So, bei Viermann hätte ich die Brille auch kostenlos bekommen können, jedoch wären die Gläser nicht so gut.
Dann gab es die normalen Gläser, die ich habe, und 26 Euro kosten. Und dann gäbe es die Luxus. Ja, okay, die Luxus. Das ist immer das der Nachteil so an viele Mann, ja. Die versuchen halt immer die teuersten Gläser am besten zu verkaufen. Dann sagt man, ja, das sind Luxusgläser, die haben das und das als Vorteil. Aber wenn du eine Sehstärke von unter 2 Dioptrien hast, ne, dann reichen da schon andere Gläser teilweise aus. Maximum Komfort, aber mehr brauchst du da nicht. Also ein 1,6er Brechungsindex. Die Luxusgläser haben 89 Euro gekostet. Ja. Gläser, die man eigentlich nicht braucht. Dann hättest du lieber das normale Gläser nehmen können und dann noch den Lotus-Effekt und so weiter reinpacken können. Du Olli, du musst mich dieses Jahr auf jeden Fall, nächstes Jahr auf jeden Fall beraten. Was? Auf Amazon war Black Friday diesen Freitag. Na, laut Amazon ist Black Friday auch am 29. Plus die Black Friday-Woche ging schon früher los. Aber am 29. kommt nochmal die harten Rabatte rein. Was hast du gesagt, Lattilein? Du musst mich sowieso nochmal beraten, was Brillen betrifft. Ich brauche endlich eine vernünftige Sonnenbrille, die sich der Lichtverhältnisse draußen anpasst. Ich also, weiß, die sind recht teuer. Ja, phototrope Gläser gehen schon ab. Ich hänge. Geht schon ab. Also bist du schon bei über 100 Euro dabei? Mhm. Da kommst du auch auf die Sehstärke. Brauchst du auch Sehstärke? Nein. Ja gut, dann ist es nur das Glas, was du bezahlen würdest, theoretisch. Ja, mir geht es nämlich darum, du weißt ja, durch die ganzen Medikamente, die ich nehmen muss, kann sich meine, wie heißt das, Pupillen nicht mehr so richtig auf Lichtverhältnisse einstellen. Und das ist dann teilweise extrem grell alles. Ja gut, dann brauchst du einfach nur eine ganz normale Sonnenbrille mit Phototropengläsern. Oder eine ganz normale. Genau. Eine ganz normale Brille geht ja auch. Kannst du außen, ob du eine normale Brille oder eine Sonnenbrille nimmst als Modell. Ja. Ja, das soll schon ein bisschen was hergeben, ne? Ein bisschen sportlich oder sowas. Ja. Soll ja auch passen. Momentan hole ich mir ganz gerne die, ich sag mal, die Billig-Sonnenbrillen für Radfahrer. Wo das so halt nach hinten noch mit rumgeht, so seitlich an den Augen, weißt du? Also bei dir würde sich das lohnen, wenn wir wieder so solche Rabattaktionen haben, wo du 50% auf die Gläser bekommst. Ja. Oder so. Ich bestelle über dich. Was? Oder über Steffi. Ja, da bekommst du keine 50%. Was bekomme ich bei dir? Maximum 20 ist nur möglich. Okay. Hast du nicht mal gesagt, bitte Mitarbeiterrabatt und so? Ja, deswegen 20. Hast du nicht mal 40 gehabt oder so? 40 darf ich nur für mich selbst anwenden. Und was ist, wenn ich dir die Kohle gebe? Achso, das ist ja jetzt live. Also Mr. Specs hört jetzt nicht zu, ne? Die Sache ist, sofern die sehen, dass es ohne Werte oder weiß ich was, die müssen sehen, dass die Brille an meine Adresse geht. Und es kann sogar sein, dass es im Nachhinein noch immer mal überprüft wird, dass ich nachweisen muss, dass ich die Brille habe. So konkret läuft es da. Ja, finde ich aber in Ordnung. Das finde ich in Ordnung. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich heute was bastel. Weil ich habe irgendwie gerade keinen Bock. Ich werde was basteln. Nee, das wäre für mich kein Problem. Dann schicken wir das erst an dich. Dann zeigst du dich mit der Brille, machst ein Foto und so, dann schickst du zu mir, was? Genau. Das würde komplett nach hinten losgehen. Ja. Meinst du? Und die achten ja teilweise auch drauf, was für Sehstärke drin ist und so weiter. Ne? Und wenn ich die Brille nicht auf Arbeit trage, fragen sie, warum hast du die Brille, wenn du die eh nicht trägst? So streng? Na, das wird da, das sind 40%, ne? Da verdient Mr. Speck so gut wie gar nichts mehr dran. Ja, klar. So, was haben wir denn hier? Ne, der Typ bei Fehmarn meinte, dass die Luxusgläser umsonst sind und die normalen die besten seien. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn Luxusgläser umsonst sind und die normalen die besten sind, hä? Was ergibt das für einen Sinn? Ach nee, ich nehme die Luxusgläser, aber die sind umsonst. Wenn ich mir ganz normale holen würde, würde ich Geld dafür bezahlen. Hä? Da verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Das passt nicht zusammen, ja. Aber Olli? Du bekommst bessere Gläser und bezahlst nix. Wenn du die Billiggläser haben willst, bezahlst du ganz viel Geld dafür. Olli, ich mag Leute, die den Unterschied zwischen kostenlos und umsonst kennen. Ach so, ja gut. Kennst du den Unterschied? Ja, ich bin kostenlos und du umsonst. Nein, Steffen war für, du warst kostenlos in der Schule und bei Steffen war für bis jetzt alles umsonst. Ja. Das ist böse. Ja, aber so bringt man den Leuten das bei, was der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst ist. Deswegen habe ich ja also, auch... Also. Olli? Ja? Jetzt nochmal für die Dumpfbacke zur Erklärung. Also,
Es ist so, ich war ja bei Schliemann und hab mir die Brille geholt, ne? Und er hat uns erklärt, dass es eben diese kostenlosen Gläser gibt, die aber mit der Halterung von der Brille nicht übereinstimmen würden. Und dann würde das mehrmals halt auch rausfallen und so. Dann gibt's eben bei deiner Sehstärke nicht. Bei deiner Sehstärke nicht. Das ist wie eine Verkaufsstrategie. Ach, hier weiter. Nee, weil er meinte, die Gläser seien auch nicht gut und so. Das wäre auch viel schlechter, die zu putzen. Das würde auch viel schwerer gehen alles und dass es sich nicht lohnt, die kostenlosen zu nehmen. Genau, deswegen die Komfortgläser, weil da hast du automatisch eine schmutzerweiße Schicht mit drauf und du kannst sie leichter putzen. Ja, aber warte. Ich habe dann hab's gesagt, okay, weiter. Und dann hat er gesagt, dann gibt es eben die normalen. Die kosten dann 26 Euro für die Kinder. Das Modell, was ich mir hole für die Brille, kostet nichts. Nur halt die Gläser, 13 Euro. Hat er gesagt, das ist seiner Meinung nach das Beste, weil die sind leicht zu putzen und die Gläser seien anscheinend auch besser gemacht. Und dann gibt es eben diese Luxusgläser, die er aber unnötig findet und meinte, dass man die eigentlich nur holen sollte, wenn man meint, okay, ich habe richtig viel Geld, ich will das Geld ausgeben. Dann hat er mir selbst empfohlen, ich soll die normalen nehmen, weil es nichts bringt, diese Luxusgläser zu nehmen. Genau. Das ist nur eigentlich nur Geld rauswerfen. Also sind das bei dir am Ende die Komfortgläser, die bekommst, die mit dem 1,6er-Brechungsimbrett? Nee, die normalen. Also 26 Euro. Die Luxusgläser kosten ja 89 Euro. Ja, nee, es gibt vier Stufen von Gläsern. Okay. Das heißt, du bekommst dann die Komfortgläser, die kosten zwar ein bisschen was, aber die haben halt die schmutzabweisende Schicht mit drauf. Mhm. Das sind dann die, die du dann bekommst. Dann macht es wieder Sinn. Weil ich habe dazu rausgelesen, gerade in einer Nachricht, ja, die Luxusgläser wären, ja, da hatten wir das Thema, die wären umsonst, die bräuchtest du eigentlich gar nicht, ne? Ich habe das so verstanden, die wären für dich kostenfrei, also dass du die nicht bezahlen musst. Nee. Das ist genau das, was Nettie gerade erklärt hat, mit umsonst und kostenlos. Ja, dann hätte ich die auch genommen, die Luxusgläser, hallo. Ja, klar, wer nimmt hier Luxusgläser, wenn sie kostenfrei sind, ne? Warum sollte man die nicht nehmen? Wo laufen wir jetzt eigentlich hin hier gerade? Was? Ich muss kurz auf die Karte schauen. Ich bin glücklich, dass es jetzt ein neues Modell, was mir geholt hat. Du weißt ja, wie mein altes Modell ausschaut. Zumindest hast du ja ein paar Bilder gehabt von mir. So, gut, Nebelfall. Ich würde sagen, Nebelfall. Und, ich habe mir jetzt ausnahmsweise zum ersten Mal eine Brille geholt, die runde Gläser hat. Davor hatte ich ja diese leicht quadratischen. Und es steht mir. Das hat auch der Typ bei Fielmann gesagt. Der sagt immer, dass es dir steht. Der will verkaufen. Nee. Das Modell kostet ja nichts. Ups. Von daher hat er gesagt, ja, bist du sicher, dass du die nehmen willst? Und ich so, ja. Habe ich halt anprobiert. Es gab welche, die waren auch 2 Milliliter, also das, die Gläserunterschied. Ich habe 2 selben Modelle genommen, nur die Gläserunterschied drin war 2 Millimeter etwas weiter auseinander. Also, aber weißt du, gesagt, dass die kleineren etwas besser ausschauen. Weißt du, warum die Brille nichts kostet? Warum? Weil das eine Eigenproduktion von Fielmann ist, ja. Und die holen ihre Gläser meistens aus China. Das ist also China-Ware. Aber am Ende ist es eh egal, weil du hast Garantie trotzdem drauf. Ne? Mhm. Wenn da was kaputt gehen sollte, wird es dann eh übernommen innerhalb von, ich weiß nicht, was die da anbieten. So, wieder da. Also auch wenn es China-Ware ist, ist es nicht weiter tragisch. Das heißt WB, Olli. WB. Danke. Ich glaube, hier gerade die anderen hinterher. Ich bin total dumm wieder gelaufen. Ich sag dazu nichts. So, Training abgeschlossen. Zumindest das. Auf total den dummen Weg hier. Machst du das nicht immer? Muss ich jetzt hier lang? Ja, da hinten ist der Eingang, genau. Jetzt bin ich wieder auf der richtigen Route. Es sind 8 Zuschauer da und niemand schreibt im Chat. Ja, deswegen unterhalten wir uns ja mit dir. Genau. Ihr seid jetzt insgesamt gleich 12 Stunden da. Vielen Dank dafür, für 12 Stunden. Wir sind jetzt bei 11 Stunden und 58 Minuten. Wann bist du an? Tja, kannst du mal sehen, wa? Das mit dem Igelball-Roller nicht blöd. Er hat den Stream nämlich wahrscheinlich schon vorgeplant gehabt. Nee, jetzt sind wir bei 12 Stunden, eine Minute. Nee, das hängt damit zusammen, es wird ja die Wiedergabe von den Zuschauern, die Zuschauer gezählt. Das heißt, die Wiedergabezeit, wenn 10 Leute eine Minute zuschauen, sind das schon 10 Minuten Wiedergabezeit. Ihr habt nicht mehr Leute. So, Olli, meine Übung habe ich jetzt heute auch schon gemacht.
Deine Übung? Ja, meine Hausaufgaben quasi. Aus der Klinik. Ach so, okay. Und man weiß nicht, ja, zu helfen, wenn man keine Kilohandeln hat. Oh, ich hab so ein Ohrwurm von dem Song. Soll ich den anderen verpassen? Schaffst du nicht, wenn ich diese. Ich hab die Musik die ganze Zeit im Hintergrund. Muss ich wieder Lost Boy spielen, damit du was anderes im Kopf hast? Lost Boy habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gehört. Aber zu Lost Boy würdest du jetzt sicherlich im Stream nicht singen. Nee, vor allem ich bin gerade am Essen. Mal wieder. Guten Hunger. Dankeschön. Olli, isst du Pommes? Du meintest übrigens welche. Ich habe jetzt extra dazu gemacht. Ja, gerne. Okay, komm mal. Mir bietet keiner was an. Ich biete jeden an. Ich habe hier noch eine volle Tüte Pommes hier stehen. Ich muss nur in den Topf reinwerfen. Schatz. Was denn? Ach, kochst du die Pommes? Nee, frittieren. Frittieren, ja. Schatz, Leonie hat Pommes an. Pommes. Wir haben gerade Thai gegessen. Das war chinesisch, nicht Thai. Ja, chinesisch. Wir hätten gerade selbst gekocht, das chinesische ist ja auch nicht. Ich habe letztens thailändisch gegessen. Das schmeckt ganz anders, als man sich dazu denkt, wa? Das ist komplett anderes Essen. Da viel Curry ran, ne? Es war auch eigentlich nur, wenn man jetzt ehrlich ist, das ist eigentlich auch nur das typische Gemüse, was man auch so vom Asiaten generell kennt, ne? Ja. Aber es schmeckt ganz anders, weil die da ganz andere Soßen und alles verwenden. Apropos, jetzt wo ich gerade das Thema habe, ich muss mal Fungilein fragen, weil sie mal wieder Zeit für mich hat. Wir haben uns das letzte Mal vor 2 Wochen gesehen. Wir müssen wieder essen gehen. Mindestens einmal im Monat. Der Cola hat mir ja auch versprochen, mal für uns zu kochen. Schade, dass du Cola noch nicht kennengelernt hast. Cola kenne ich schon. Aber noch nicht persönlich. Nee, das nicht. Ihr habt euch noch nicht getroffen. Die war ja bei meinem Geburtstag hier. Du hättest ja auch kommen können. Das war im Mai. Ja. Das ist schon. Die war hier. Das ist schon jahrelang her. Aber wenn du das nächste Mal hier bist, ist ja gar kein Thema. Die wohnt nur gefühlte 10, 15 Minuten entfernt. Ich glaube, Cola weiß bis heute noch nicht, dass ihr Minecraft-Haus weg ist. Haus. Werde ich der Cola stecken. Okay, sie war jetzt über ein halbes Jahr nicht mehr online. Ja klar, die hat auch gar keine Zeit. Und der Minecraft-Server ist deshalb runtergefahren, von daher. Aber, das ist das andere Thema, was wir jetzt gestern im Stream hatten. Es kommt jetzt bald ein neuer Minecraft-Server. Der läuft ein bisschen anders als alle anderen, die wir hatten bis jetzt. Ah, nee, da unten ist es. Das wird dann so ein Minecraft-Server wie ein ganz normales Spiel, halt, wo du Quests machen musst, um Level up zu werden. Das ist cool. Das wird dann so starten, dass wir erst ein ganz kleines Gebiet haben und wir solche, wie nennt man die Wände, die Barrierenwände da? Oh, wie nennt man die? Jetzt kommst du nicht Palisaden? Barrierenwände, sowas. Naja, du hast nur einen bestimmten Bereich, wo du dich drin bewegen kannst. Ach so. Du bist in solcher kleinen Kugel gefangen, sozusagen. Und pro Nacht, die du überlebst, wird die Kugel etwas größer. Oha. Und dann kannst du halt mehr bauen und mehr entdecken und so weiter. Das ist ja geil. Oh, wie nennt man das? Lass mich raten, Nettie wird das machen. Du willst dir helfen. Franzi. Mit Franzi hatte ich das Thema gestern. Hast du vollkommen recht, Leonie, mit Franzi hatte ich das Thema. Ja, Franzi ist auch, glaube ich, die Einzige, die sich so gut mit Minecraft auskennt, dass sie diese einzelnen Blöcke machen kann. Befehlsblöcke und alles, damit das auch... Wir brauchen es nicht, das ist ein richtiges Spiel, was man direkt draufpacken kann auf dem Server. Ah, okay. Das ist schon fertig. Ja. Aber nennt sich Minecraft Flucht, das ist auch das, was Paluten derzeit sehr oft spielt. Marvin arbeitet zurzeit an einem Modpack. Okay. Aber er hat noch nicht gesagt, um was es geht. Er hat nur gesagt, er arbeitet dran und es ist noch nicht zum Download verfügbar. Ja, okay, das ist wahrscheinlich das, was er jetzt gerade mit der Bahn macht. Er verlegt richtige Schienen in Minecraft. Er hat dort Regionalzüge, also eine richtige Regionalzüge, die man halt so kennt, ne, in seinem Spiel. Stimmt, Aber mal was anderes. Saturn-Werbung. 8 von 10 benutzen, also 8 von 10 Kunden benutzen einen Staubsauger zum Saugen. Ich frage mich gerade, was die anderen beiden damit machen. Neun. Wusstest du auch, dass 9 von 10 Kunden von Saturn zum Beispiel nicht wissen, dass Saturn und Mediamarkt dieselbe Firma ist? Ich bin einer davon. Ja, ist dieselbe Firma.
Echt jetzt? Mediamarkt ist, glaube ich, die Hauptfirma und Saturn ist eine Tochterfirma. Wusst, ja. Weiß auch so gut wie niemand. Wusstest du das? Ja. Ja. Ist aber nicht schon ein bisschen älter, dass es so ist. Ja, aber wissen halt nicht sehr viele, ne? Ja, ja. Aber... Deswegen haben die auch nie Konkurrenzkampf. Ja. Saturn bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja? Na, wegen der Karte, die ich bestellt habe und die nicht, die angekommen, nicht angekommen ist. Okay. Ja. Hast du dich dann nochmal hingeklinkert? Hinterher gehen? Ja, die haben mir das zurückgewiesen. Das ist gut. Ja. Den Chat lese ich gleich wieder. Ich mach mal ganz kurz hier noch das Rennen zu Ende. Das heißt, du kannst dir die nochmal holen, wenn du willst. Ja, hab ich schon. Hast du die jetzt Guthaben geholt oder was? Ja, ja. Ist schon alles passiert. Schon alles erledigt. Hast du schon quasi Geld drauf für DLCs oder willst du mal bei Black Friday gucken? Nee, DLC habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nur die Karte, Dings. Ach, hier, Plus Karte halt, ja. Ja, für ein Jahr? Nee, erstmal für 6 Monate, glaube ich. Hm. Aber hast mal du durchgerechnet? Ne? Das ist weniger, als wenn du jeden Monat zahlen würdest. Ja, übrigens, bei MMORGA gibt es, die Plus-Mitgliedschaft für die PlayStation für ein Jahr für, ich glaube, 39 Euro oder so. 39,95. Was ich letztens gesehen habe, da gab es MOGA nur Österreich. Ja, ist ja egal, ob du für Österreich holst oder nicht. Dann stellst du kurz dein Land um und dann kannst du es trotzdem draufpacken. Falls du es überhaupt machen musst, weil Deutschland, Österreich ist alles EU. Ich glaube, du hättest eher Probleme, wenn du dir jetzt irgendeine Plus-Mitgliedschaft oder weiß ich was holst von einem anderen Kontinent, wie jetzt Amerika oder Australien oder weiß ich was, dann könnte es Probleme geben. Dann kann es sein, dass du nur noch Spiele aus dem Land holen kannst. Aber solange es EU ist, passt das. UK, US, Frankreich, Österreich, Italien, Niederlande, Schweiz, Espanol, Schweden. Aber deswegen habe ich... Schwitzerland. Aber es gibt keine Dings. Leonie, dein Urso-Tablet ist schon angedacht, ja? Hole es mir aber am Montag und dann ist es am Wochenende da. Ja, okay, Cyber Monday ist ja am Montag, ne? Das heißt, Angebote sollten wir von Freitag bis Montag auf jeden Fall dann passen. Luisa, also hier sind mal ein paar Fragen. Wie lange streamst du noch so? Wie geht's dir so? Dein Lieblingspferd in SSO... Oh, jetzt geht's los. Frage Nummer 1. Wie lange streamst du noch so? Bis circa 21 Uhr. Oder 22 Uhr, mal schauen. Dasselbe Spiel? Wie geht's dir so? Ganz gut, wie geht's dir, Luisa? Und mein Lieblingspferd in SSO kann ich mich nicht so äußern, weil es gibt zu viele. Aber ich mag die weißen Friesen zum Beispiel sehr. Bald. Das wird auch übrigens unser Clubpferd. Da kümmert sich derzeit Fabi drum. Jetzt SSO, dann kommt nachher eine Pause. Also es gibt zwischendurch mal eine Pause. Und dann geht's weiter mit Pokémon. Pokémon! Und in der Zwischenzeit werde ich meine Waschmaschine anschmeißen. Steffen. Ach, scheiße. Ja, jetzt geht's wieder los. Ja. Ich hab gestern Steffen Olli genannt. Aha. Ja. Das soll's jetzt gut machen, ja? Soweit ist es schon. 3, 2, 1 und los geht's. Du kannst demnächst mit Lara zusammen streamen an der Switch. Hat sie Pokémon? Hat sie sich als Bundle geholt, ja. Welches Pokémon? Schwert. Also dann klappt das zumindest so 100% im Multiplayer. Man muss halt bloß noch rausfinden, weil Franzi will sich Schild holen. Und Franzi meint, es sollte dann trotzdem zusammen auch im Multiplayer funktionieren, auch wenn es zwei verschiedene Spiele sind. Ich mag dich nicht zu bezweifeln. War wohl bei anderen Pokémons auch schon so, bei anderen Pokémon-Spielen. Weil es geht eigentlich nur um die Pokémon, dass die Pokémon unterschiedlich sind. Dass man unterschiedliche Pokémon hat. Aber Multiplayer sollte kompatibel sein, meinte Franzi. Okay. Hast du mal den Herr Steffen angeschrieben? Oh, Franzi ist da. Heute ist doch Totensonntag. Der wird heute seinen Freund ehren. Ach so. Die treffen sich jedes Jahr. Guck mal, die haben das ganze Jahr kaum Kontakt. Die treffen sich dann aber jedes Jahr an Totensonntag am Grab von dem. Okay. Trauern und gehen dann essen und dann fahren sie alle wieder nach Hause. Cool. Ach, Steffen unterwegs heute, ja? Ich vermute es, weil er hat gesagt, dass er das auf jeden Fall wieder machen möchte. Das machen die schon seit über 10 Jahren so.
Und die nehmen sich alle den Kontakt, die machen das alle. Hm. Eigentlich wollten wir heute Döner essen gehen. So hieß es gestern noch, aber ich hatte vorhin so einen Hunger. Ich musste schon was essen. Dass Döner jetzt ein bisschen überflüssig wäre. Aber eigentlich ist heute auch Totensonntag. Ich weiß, ich hatte das zu dir gesagt, ob er hingeht? Nee, weiß ich nichts von. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt da, ne? Ich wusste von der Situation gar nichts. Okay. Oh, jetzt habe ich irgendeine Quest angenommen, die ich gar nicht annehmen wollte. Nee, habe ich nicht. Gut, ich dachte schon. Mir geht's auch gut. Und ach so, bis 21, 22 Uhr, okay. Ja, wie gesagt, dazwischendurch kommt eine Pause von 1-2 Stunden, ne? Und dann geht's weiter. Lucy, hi. Tag schön. Na, alles gut bei dir? Lucy, wollten wir nicht mal zusammen streamen? Haben wir uns auch schon vor 10 Jahren vorgenommen. Ich wollte mit so vielen Leuten schon. Pia wollte heute eigentlich auch mitmachen, aber irgendwie ist Pia nicht da. So, rette mich von hier. Franzi, du wirst es überleben. Ich hoffe, du bist nicht mehr lange da. Wenn du wieder zurück bist, ja, dann... Wo ist sie denn? Bei ihren Eltern? Nee, sie ist... Nee, dann würde sie das nicht sagen. Okay, wo ist sie denn? Franzi, wo bist du? Sie ist bei irgendjemandem, bei Kevins Oma oder so. Okay. Die wurden eingeladen zum Pfannkuchen essen. Und sie hat überhaupt keinen Bock drauf, weil sie auch ein bisschen erkältet ist. Aber weil sie beim letzten Mal schon... Ja, Franzi, da musst du durch. Die Pflege von Oma muss sein. Aber weil sie halt beim letzten Mal schon abgesagt hat, ne? Nee, komm. Nicht gut gegen beiß dich da jetzt durch. Und sei froh, dass du mal außer Haus bist. Auch wenn du erkältet bist. Egal. Weil irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da hast du die Möglichkeit, nicht mehr zum Pfannkuchen essen zu gehen. Und dann wirst du denken, ja, das wäre jetzt schön. Ja, das kann sein, ja. Sind bei Kevins Oma essen, genau. Da ist ein anderes Gucci-Pferd an mir vorbeigelaufen! Oh, schrei mich doch nicht so an. Sorry. So. Ja, Lucy, was hast du denn Schönes? Da kam gerade ein Olli-Fragezeichen. So, jetzt muss ich, glaube ich, die nächste rechts. Oh, ich bin navigationstechnisch sowas von. Ah, das ist wieder die große Frage. Was sind für euch Pfannkuchen? Bei anderen Leuten sind ja Pfannkuchen die typischen bei uns Eierkuchen. Richtig. Und bei anderen sind Pfannkuchen, was bei uns typisch Berliner sind. Also ist da wieder die große Frage, was ist bei euch was, ne? Aber wenn die selbst gemacht sind, wahrscheinlich hier ein paar Eier zusammengeschlagen, ein bisschen Dings mit rein, ab in der Pfanne. Fertig. Ich kenne es auch unter Pfannkuchen. Also ich kenne das unter Eierkuchen und ich liebe Eierkuchen. Ja, Eierkuchen, also genau. Eierkuchen sind die dickeren Crabs. Richtig, genau. Also eigentlich sind es Crabs, genau. Ja, aber jetzt nur, komplett erkältet, ohne Hunger. Die Crabs selber, die Crabs sind ja unfassbar dünn. Ja, Franzi, da hast du recht. Sie schreibt nämlich gerade, naja, jetzt komplett erkältet, ohne Hunger hier zu hocken, ist halt mega scheiße. Ja, ich verstehe dich, Franzi, ich verstehe dich. Obwohl man eigentlich auch sagen könnte, erkältet bei einer Oma ist auch nicht so toll für die Oma. Die kann richtig voll krank werden dadurch. Was? Berlin sind Berlin... Achso, Berliner sind Berliner, Pfannkuchen sind Pfannkuchen... Nee, bei uns ist das tatsächlich nur... Also, es gibt da tatsächlich Unterschiede. Weil Pfannkuchen heißt bei uns eigentlich Eierkuchen. Richtig, und Palatschinken und Berliner. Berliner sind diese... Palatschinken ist wieder was anderes, glaube ich, gell? Ja, weil das Ding ist, bei uns ist es so. Berliner sind bei uns diese Krapfen. Dann haben wir Palatschinken, das sind die, wo man Ei zusammenrührt, Mehl, Milch, wenn dann ein bisschen Sprudel und Salz. Und dann ab in die Pfanne. Das sind für mich Palatschinken. Und dann gibt es Pfannkuchen, da ist der Teig etwas dicker. Und fluffiger, Pfannkuchen sind bei mir sowas wie die amerikanischen Pancakes. Ja, genau. Und das sind für diese amerikanischen Pancakes, so dick sind für uns, ich sag mal in Anführungsstrichen Ostdeutsche. Okay, das ist Eierkuchen. Ja, das ist Eierkuchen, was sie isst. Weil sie schreibt gerade einfach Eiermehl und dann noch Äpfel rein und sowas. Ja, das sind Eierkuchen, beziehungsweise Pfannkuchen, wie man es halt nennen möchte. Aber Olli, du musst demnächst... Pancakes. Ja, oder Olli, Pancakes. Oder Quirps. Olli, du musst demnächst essen kommen. Ich will herzhafte Waffeln machen. Oh, herzhafte Waffeln hatten wir vorhin auch. Ja, aber wenn ich jetzt sage, was ich jetzt am Wochenende vorhabe, nächste Woche... Dann kommt er auch. Dann schmeißt er mich raus. Nö, wieso? Ich auch wissen. Nee, dann... Er macht... mein Schatz will Pferdegulasch machen. Dein Ernst? Ja. Ja.
Habe ich noch nie gegessen, kann ich beurteilen, wie das hier ist. Ich finde Pferd vom Fleisch her irgendwie weil das ist so mega streng. Ich habe ein einziges Mal Pferde-Lasagne gegessen. Das war damals ja, ein Rewe oder so. Weil ich es nicht wusste. Und im Nachhinein hat Rewe das trotzdem noch angeboten. Allerdings stark vergünstigt, obwohl ich sagen muss, dass Pferde, also wenn es Pferd verarbeitet worden ist, ja, dass es eigentlich sogar teurer sein muss. Ja, und Pferd ist extrem mageres Fleisch und gesundes Fleisch, aber ich finde es nicht so lecker. Ich finde das extrem das penetrant vom Geschmack und vom Geruch her. Ich muss sagen, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Aus dem Grund, weil du hast zwar, das ist ja Kleingehackt, das ist ja so wie gehacktes, ne? Nicht unbedingt. Und die Gewürze machen es halt aus, dass es anders schmeckt. Also das meiste, was man da isst, sind ja die Gewürze. Kann jemand was dazu sagen? Weil ich habe damals mal Pferdebockwurst gegessen, die war so vom Geschmack her so penetrant ekelhaft. Ändert sich das beim Gulasch oder kennt das jemand von euch? Also wenn ich es wüsste, würde ich es nicht essen, glaube ich. Nee, Pferd wäre nicht so meins. Ist genauso wie ich niemals irgendwie, weißt du, wenn ich mal in einem anderen Land bin, Hund oder was ich was essen könnte. Das geht gar nicht. Es gibt in der Tat, wenn du das nächste Mal im Polen bist, kann ich dir eine Adresse geben, da kannst du Hunde oder essen. Würde ich nicht. Also alles, was für mich Haustiere sind, ne? Und keine Nutztiere. Du kannst ein Schwein auch als intelligentes Haustier halten? Ja, theoretisch schon, aber das hält bei mir und halt nicht so wirklich. Alles? Das zählt bei mir aber nicht wirklich dazu, weißt du, was ich meine? Du weißt, klar. Haustiere ist das, was du halt bei dir in der Wohnung hast und so weiter. Okay, kannst mit einem Hausschwein auch machen. Ja. Aber du weißt schon, was ich meine. Dann solltest du nicht unbedingt, weil Hausschweine sind ein bisschen zu groß dafür, ne? So, ich mache jetzt das Windmühlenrennen und danach mache ich bei Steve das Championat. Dass du schon mal Bescheid wisst. Und kommen Kommentare zu dem Thema? Nee, ne? Bloß, wir werden wahrscheinlich gleich gesteinigt von kleinen Mädchen. Die Zuschauerzahl ist um einiges niedriger geworden, sehe ich gerade. Oh. Wir sind von 11 Zuschauer jetzt auf 6 runter. Oh. Entschuldigung, Olli. War wohl nicht so das optimale Thema für euch. Ach, die kommen wieder. So, ich beende den Stream erst, wenn ich 100 Wiedergaben habe. Wir sind bei 75. Ne, dann wisst ihr Bescheid. Wir brauchen noch 25 Wiedergaben. Obwohl. Dann kommt es wahrscheinlich niemand mehr rein. Und wir haben gleich 13 Stunden erreicht. Lucy, bist du noch da? Weil du hast ja Olli geschrieben. Also Olli Fragezeichen. Wir können ja das Thema wechseln. Also ich bin jetzt gerade dabei, meine Spinnen mit Wasser zu versorgen. Ich weiß, geiles Thema wechselt immer. Ach ja. Okay. Olli. Ja. Ich habe 4 neue Songs auf dem Keyboard gelernt. Und ich kann jetzt Jingle Bells spielen mit Noten. Klasse. Nee, bitte jetzt nicht, das ist zu früh. Also Nee. Ich musste das lernen. Ich hatte keine Wahl. Ich war beim Klavierunterricht und die Jahr würde ich lernen. Und ich so, also eigentlich nicht, weil dann werde ich das die ganze Zeit zu Weihnachten spielen müssen. Und die so, ach, das ist mir jetzt egal. Hier das Notenblatt anfangen zu spielen. Ich spiele so und die so, okay, daher noch gleich mal üben. Und dann nächstes Mal bitte vorspielen, auswendig lernen, wenn geht. Weil dann wirst du den nächsten Konzert haben und du musst da ein paar Sachen spielen. Bist du wie bitte was? Weißt du Bescheid, ne? Ja, es ist auch, steht für den Vertrag, den wir unterschrieben haben, dass es mindestens ein Konzert in diesem einem Jahr, wo ich Klavierunterricht habe, auf jeden Fall geben wird, wo ich dabei sein muss. Die anderen Konzerte darf ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Ja gut, du bist aber leider krank, passiert. Nee, da muss ich bei einem anderen dabei sein. Ach so, okay. Aber wenn du immer dann, genau dann krank bist, ja, kann doch passieren, ne? Ja, immer an dem Tag wie Konzert, ist immer da krank, sonst nie. So, jetzt kommen wir noch Steves Rennen machen, das schaffen wir von der Seite her auch noch. Und nach Steves Rennen kommt das Championat. Wenn ich schon vor der ganzen Klasse spielen kann, dann wird doch kein Unterschied sein, wenn ich in der Stadt von gefühlt 200 Leuten aus der Stadt spiele. Ach nee, das kriegst du schon hin. 77 Wiedergaben. Stell dir einfach nur vor, die sind alle nackig. Oh mein Gott, das habe ich letztens einer Freundin gesagt. Wir hatten Physik und unser Physiklehrer ist scheiße, aber das Zimmer ist geil, weil ich habe den besten Platz erwischt. Ich habe den Platz am Fenster erwischt, wo es Fensterbank gibt, wo über mir eine Lüftung ist und auch eine Kühlung, wenn Sommer ist. Neben mir ist, wenn Winter ist, eine Heizung, gleichzeitig noch 3 Steckdosen und Internet. Lol. Dieser Platz ist einfach geil, weil Internet ist 3 Balken voll und Netz habe ich auch 4 Balken dort. Das ist mein Lieblingsplatz. Den würde ich nicht mal für 1000 Euro hergeben.
auf jeden Fall ist unser Lehrer so, er ruft irgendwie jemanden auf. Ich wurde bis jetzt noch nie aufgerufen, letztes und dieses Jahr. Und er muss dann was vorsagen. Und meine Freundin, die hat dann angefangen zu heulen und muss da raus. Und ist so, Digga, dann ist dir ganz einfach vorstellen müssen, dass alle nackt sind. Auf einmal fängt sie an zu lachen, ist vorne gegangen und hat einfach das problemlos vorgestellt. Super. Oh, aber bei manchen Leuten könnte ich mir das nicht vorstellen. Vor allem nicht in der Stadt, wenn da diese alten Leute sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, Rastatt ist so ein, sagen wir mal so, teilweise so ein Altersheimort. Da sind gefühlt nur alte Leute. Und dann, wenn du da vorne stehst und denkst, okay, ich stelle mir die nackt vor, kommt so eine Oma, die stellst du davor, schaut dich so an. Ich glaube, das will keiner. Nein. Nee. Definitiv nein. Ich würde nur ein Lachflash kriegen und das war's. Stell dir die Leute vor, als wären sie in der Sauna. Wie Gott die Schuhe von McDonald's die formte. So, wie viele Minuten haben wir noch? 5 Minuten. Gut, ab zum Championat. Olli? Ja? Du hast ja vorhin dieses Osu-Tablet angesprochen, ne? Ja. Ja, also eigentlich wollte ich es mir am Freitag bestellen. Hab's auch am Freitag meinem Onkel Amazon-Link geschickt, das den ich dir auch geschickt habe. Er meinte aber, sein Lohn kommt am Sonntag, heute, und dann bestellt er es morgen. Und dann... Also, hätte ich es am Freitag bestellt, wäre es am Dienstag da gewesen. Das heißt, sagen wir so 3-4 Tage. Wenn es dann am Montag bestellt, dann ist es am Samstag spätestens. Was ich jetzt nicht raffen will, samstags Lohn? Hä? Ich habe keine Ahnung. Sein Chef ist komisch, vor allem der ist 19 und arbeitet nicht richtig dort. Der macht dort diesen Praktikum und alles. Und da ist vom Lohn her auch alles richtig komisch. Dann arbeitet er wahrscheinlich Samstag und bekommt das Geld in bar. Ja, kann sein. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht, mich interessiert es auch nicht so wirklich. Hauptsache, ich bekomme das. Genau. Ich habe ihm halt so gesagt, ja, ob ich vielleicht seine Maus haben kann, habe ich ja vorhin erzählt, weil ich ja das Osu-Tablet noch nicht habe. Was ich aber Vorteil finde, ich habe dir ja auch den Link geschickt, Olli, und auch dazu was geschrieben zum Thema, was Paul dazu gesagt hat und so. Ja. Dieses Tablet musst du einmal im Jahr aufladen. Es hält ein ganzes Jahr ohne Probleme. Es ist auch gar nicht so kompliziert zum Einstellen. Du musst nur den Treiber installieren, den du dazu bekommst, mit einer CD. Und stellst halt ein, wie groß deine Fläche sein soll, wo du spielen willst. Ja, aber theoretisch lädt das doch automatisch auf, weil du verbindest es doch mit USB am Rechner. Schon, aber du musst trotzdem das mit der CD nochmal extra runterladen, weil es einige Sachen gibt, die über das Tablet nicht. Mir geht es jetzt nicht um die Software, mir geht es darum, dass das ist ja dann völliger Quatsch, dass es überhaupt auflädt, weil er lädt es ja am Rechner automatisch auf, wenn es mit USB verbunden ist. Ich weiß nicht, ob es am Rechner auf. Nee, warte, du lädst es nicht mit Ding auf, mit Kabel, sondern du musst extra kleine Batterien reinmachen. Ach so, okay. Einmal im Jahr sind vielleicht, glaube ich, 2 oder 3 Stück, die du reinmachen musst. Was ist das für ein Tablet? Es gibt so ein Spiel, das heißt Osu, das hat Olli öfters gespielt und hat gefailt, aber naja. Ich bin richtig gut in Osu, ja. Ich darf es bloß nicht mehr streamen, weil ich habe alleine bei diesem Stream habe ich 19 Copyright-Verwarnungen bekommen. 19. Ja, dann machen wir gleich 1-1, okay? Weil mein Internet ist jetzt auch besser geworden und mein Laptop ist auch nicht mehr so scheiße, weil ich Windows 10 Update gemacht habe. Auf jeden Fall, Osu ist so ein Spiel, da hast du einzelne Punkte. Du musst mit der Maus, bzw. mit diesem Tablet, wo dann noch ein Stift dazu kommt, zum Punkt führen und auf der Tastatur eine Taste drücken. Uh-huh. Und das ist so ein Geschicklichkeits- und Geschwindigkeitsspiel. Uh-huh. Und irgendwann mal nach der Zeit wird es halt mit der Maus etwas schwierig. Es gibt genug Leute, die sind in den Top 100.000, das ist echt gut, und spielen mit der Maus. Aber mit dem Tablet und mit dem Stift ist es einfacher, weil du mit der Maus sehr viel Bewegung machst. Bei dem Stift ist es nur so eine kleine Fläche, wo du hin und her musst, weil der Stift allgemein schon schnell ist. Okay. Und dann ist es einfacher, mit diesem Tablet und dem Stift das zu machen, als mit der Maus. Weil ich bin momentan bei den Top 800.000 mit der Maus von 2 Millionen noch was. Und ich habe gar keine Probleme mit der Maus, aber ich will trotzdem jetzt schon auf dieses Tablet umsteigen, damit ich es später etwas leichter habe. Weil ich spiele jetzt auch schon die ganze Zeit eine Hardcore-Raps. Und die nächsten Stufen sind halt insane und, glaube ich, nochmal so 6 bis 10 sternige Maps. Und die kann man eben nur mit diesem Tablet spielen. Okay.
Und das bestelle ich mir dann halt am Montag. Ich finde einfach mal die Songs, die es dafür gibt, die sind aber mal total geil, ne? Ja, da gibt es so viele geile Songs. Und dann musst du bedenken, gleichzeitig passt sich ja das mit den einzelnen Punkten an, weil die Punkte gehen ja nach dem Beat. Ja, richtig. Das Lied wird ja gar nicht verschnellert, nur die Punkte werden halt eben schneller. Aber Oso allgemein ist ein richtig geiles Spiel. Ich spiele momentan auf dem Laptop nichts anderes außer das, weil das einfach übelst Bock macht. Ich habe jetzt auch probiert, das, was andere machen, und zwar so heißt dieser Mod Hide. Das heißt, du spielst, er zeigt dir kurz einen Punkt an und verschwindet. Du musst dir halt merken, wo dieser Punkt war und draufklicken. Okay. Das ist etwas schwer, gibt dir aber mehr Punkte, weil ich bin allein gestern um 100.000 Punkte gestiegen dafür. Cool. Ich war nämlich 900.000, jetzt bin ich bei 800.000 und das Spiel allgemein macht einfach mit Spaß. Was für Geräusche hast du gemacht? Oh, war das gerade laut? Das war nicht ich. Schatzi, hast du was gehört? Bis. 77 sind wir. Netty ausgelöst. So. Was? Ich hab nichts gemacht, ich sitze hier nur still rum. Ich hab die ganze Zeit bei dir ausgelöst, als das war. Kann gar nicht sein, ich sitze hier ganz artig rum und mach gar nichts. Aha. So, das Championat geht los. Ich werde wieder ab. Scheiße, ich habe jetzt das falsche Pferd. Ich habe jetzt schon verkackt. Okay, passiert. So, ich bin dann erstmal wieder weg. Gedacht. Okay, später bis dann erstmal. Gehst du nicht hinlegen, oder was? Tschüss, jo. Tschüss. Und ich verkriech mich meine Ecke oben. Deine Ecke? Ja, in meine Ecke. Geh in deine Ecke jetzt. Was? Die stille Treppe. Die stille TS-Treppe, ja. Nein, meine Ecke. Olli, wie gesagt, nach dem Team kannst du hochkommen. Dann hörst du deinen Favorite Song vielleicht. Offiziell ist es ja Annas Ecke, ne? Anna hat gesagt, das ist jetzt auch meine Ecke. Ja, aber und offiziell ist es trotzdem, es wird immer offiziell Annas sein, weil Anna das gegründet hat. Haha. Sie hätten mir die Rechte auch übergeben und ich bin außerdem auch oben jetzt Admin von der Channel. Trotzdem ist es offiziell immer noch anders. Und weg ist sie. Ich hab verloren! Scheiße, ich bin falsch. Aha. Ich bin falsch reingeritten. Shit. Ja, das war das schnellste Silverglide-Rennen überhaupt. Ich hab's verkackt. So, wann kommt das nächste? In 2 Stunden, glaube ich, wa? Gut, dann geht's jetzt wieder zurück. Ich hab's verkackt, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Und ich sing nur, ha ha, ha ha, ha ha, ha. So, dann warte ich jetzt hier beim Startziel auf die anderen. Obwohl, ich warte hier. Hier ist es schön leer. Ich habe noch nie ein Championat verloren, doch ganz am Anfang vielleicht mal, wo ich das so angefangen habe. Ey, Olli, ist ein bisschen peinlich, wa? Ein bisschen. So. Ich bin jetzt lernen für morgen. Viel Spaß euch noch. Ja, bis dann. Viel Spaß, Minuszeichen beim Lernen. So, ich schreibe mal kurz einmal. Ach, wir sind schon wieder bei 9 Zuschauern. Wir haben 79 Wiedergaben. Es fehlen bloß noch 21. Dann haben wir die 100 voll. Ich bin jetzt. Oh, die Nachricht hatten wir. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, komm schon. Komm schon. Komm und Barbie. So. Also es ist ein schönes Wochenende, es ist bald wieder vorbei. Und schon hast du die Leute depressiv gemacht.
dann ist bald schon wieder Montag und es dauert nicht mehr lange. Ja, es dauert dann nicht mehr lange, dann ist schon wieder Wochenende. Und dann ist der erste Advent. Oh Gott, hör doch auf mit Weihnachten. Ist Weihnachten nicht schön? Übrigens, wir haben auch auf unserem DS19-Server einen schönen, fetten Weihnachtsbaum schon hingeklatscht. Ja, übrigens bin ich sauer, ne? Du Warum? Wolltest Lara Bescheid sagen, wenn ihr anfangt zu streamen auf alles 19 seiner Zeit und du hast es nicht getan. Du hast dich nicht mehr gemeldet. An dem Tag hat es nicht funktioniert. Ihr wart doch aber live. Nee, an dem Tag nicht. Weil es nicht funktioniert hat. Nee. Die Hof-Bergmann-Map hat nicht funktioniert. Die konnte man dann erst darauf das Wochenende nochmal neu testen. Und dann war das ziemlich spontan und seitdem ist der Server jetzt noch schon da seit 3 Wochen und da läuft es bald schon wieder aus. Du hattest mir nämlich versprochen, Bescheid zu sagen, damit ich der Lara Bescheid sagen kann. Oder du hast versprochen. Nein! Oder du wolltest dich selber melden, so rum war das. War sehr gut möglich, aber wir haben ja nie was gemacht, so wirklich. Schämlich. Ach ja. Shame you! So, was mache ich denn jetzt Schönes? Ach, ich bin schon wieder in der Gruppe, sehe ich gerade. Das passt doch. So. Genau, ich weiß, was ich noch tun wollte. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich mal Pia anschreiben. Ja, Pia hat gestern ganz schön gestresst. Pia schaut gerade zu. Ja, trotzdem kann sie ja. Pia kann nicht stressen, Pia ist cool. Pia hat richtig gestresst, weil du Fortnite gespielt hast und hat uns dafür angeholt. Ich musste so verwarnen, wenn sie weiter gebrüllt hätte, hätte ich sie vom Server gekickt. So hat sie Pia. Ist doch Puppy Child, ne? Ja. Ja. So, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? So, Tierchen. Gut, dann ist das auch erledigt. Weiter geht's. Welches Rennen haben wir jetzt noch nicht gemacht? Das Hasenrennen kommt jetzt. Und obwohl, liegt Mali jetzt auf dem Weg oder geht sie erst zum Hasenrennen? Ich glaube, Mali liegt auf dem Weg, oder? Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, Mali ist da vorne schon. Da besser ich jetzt noch mal nach bei den kleinen Babys. Mali, ja. Ich komme. Hey Mali, was? Ich bin gleich da, Mali. Oh, wenn man, fährt man was, langsam startet. So. Hallo Mali, wie geht's Ihnen denn heute so? Geht's Ihnen denn gut? Sie sind ziemlich dick geworden. Gleich die Ähnlichkeit mit Tanzverbot ist auch vorhanden. So, Olli, du bist gemein. So. Warum? Kannst du nicht sagen, dass die Leute dick geworden sind. Ja, ist aber so. Das hat generell. Also. Da war ich glaube ich schon mal drin. Ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu viel Wasser. Ah, so 3, 2, 1. Ach, da starten die schon. Alle. So, ich komm. Ich komm. Ich hole euch eh wieder alle ein. Oder auch nicht. Aber hier kann man zumindest mit kompletter Schnelligkeit springen. Man schafft es eigentlich ganz gut. So, die Baroness-Rennstrecke habe ich auch schon gemacht. Observatorium fehlt mir dann noch. Dann haben wir komplett Landgut noch. Ich habe nämlich mit Franzi hier, ne? Franzi, ich schaffe das noch mit Level 8, das siehst du, ne? Ich habe schon 7,5. Und ich habe noch einige Rennen vor mir. Ich schaffe das heute noch mit Level 8, wie ich es dir gesagt habe. Da staunst du dann sicherlich, dass ich das doch geschafft habe, Herr Franzi. Und Franzi, wie lange bist du noch da? Ich hoffe, du hast es bald überstanden. So, erstes Rennen fertig. Und Rennen Nummer 2. Yeah.
Ah, ich habe schon lange keine Bestzeiten mehr geschafft. Ich bin total schlecht geworden. So, dann ist das auch erledigt. Daran merkt man, dass man das falsche Spiel spielt. So, Irene ist da. Wer ist noch da? Wer bist du denn? Bist du neu? Ach, Sophie ist auch da. Warum ist Sophie eigentlich nicht im Club? Warum ist sie nicht in der Gruppe? Der Spieler ist bereits... Ach, wurde gerade eingeladen, da wo ich es gesagt habe. Perfekt. So, gut, dann... würde ich jetzt sagen... Feuchtigkeitslevel ist... Das hässliche Hasenrennen, was ich überhaupt nicht mag, würde ich jetzt vorschlagen. Ich glaube, dafür müssen wir hier lang. Olli, ich habe meinen Job erledigt und jetzt? Welchen Job denn? Ich habe meine Babys, das links, also Spiderlinge, gewässert. Spiderschwein, Spiderschwein. Hi, Baby. Hier ist schon ein bisschen Wasser. Ah. Irgendwie tut mir Tanja heute leid und Finn und so. Warum? Ah, die werden es schaffen. Na, die ziehen heute um. Heute? Ja, heute geht's los. Aber der Vorteil ist, dass du wahrscheinlich, ich schätze mal, vom nächsten Wochenende... sind sie wieder da. Obwohl, ja, richtig. Ich weiß nicht, ob das Internet... Es kann noch sein, dass es noch ein bisschen dauert, bis... Also Internet, wenn es neu freigeschalten werden muss, circa 2 Wochen. Muss man ungefähr mit rechnen. Sie haben schon vorher angemeldet und alles. Ja, die wussten ja erst vor 2 Tagen, dass sie da hinziehen. Ja. Also das haben die auch erst ziemlich kurzfristig jetzt erfahren, ne? Dass die da ja. Und da hinziehen. Die haben aber lange dafür gekämpft. Ja. Wurde langsam Zeit, dass es da bergauf geht. Ja. War ja kein Zustand mehr. Genau. Aber ich glaube, auf der anderen Art freuen sich auch, dass es jetzt losgeht. Auf der anderen Art ist es natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Ja, logisch. Aber Tanja hat ja Hilfe. Ja. Und Finn kann ja auch super gut anpacken. Richtig. Ist ein junger, kräftiger Kerl. Ich habe ja heute mal eine richtig gute Zeit. Das war, glaube ich, Rekord. Ja, okay. War es auch, tatsächlich. Fast unter einer Minute. Naja. Aber nur fast. So. Ach, ihr seid auch schon fertig. So, dann geht's jetzt zum Observatorium. Juhu. Danach kommt Landgut, Reiterarena. Ah, ich werde dann aufhören, sofern ich Level 8 bin. Linjalov, hi! Wow, was ist denn hier los? Oh, da ist ein Stein. Aber Uli, ich wette mit dir, das ist wieder so, wenn du aufhören willst, die meisten Leute da wollen noch was mit dir machen. Kann passieren. Also wir haben jetzt auf jeden Fall 86. Und wir haben eine Wiedergabezeit von fast 13 Stunden. Richtig. Ich bekomme schon wieder so leicht Hunger, aber ich werde gleich... Ich habe noch Nudeln mit Tomatensauce und so weiter hier und solche gehacktes Fallen haben wir auch noch. Ich weiß, dass Steffen jetzt wach ist. Er ist jetzt wach? Hm, ist wach. Hat er so lange gepennt? Scheint so. Wir haben ja gestern noch ziemlich lange gespielt. Das Ding war, wir wollten alle offline gehen und dann habe ich festgestellt, dass der Säuberungsbalken, du weißt, was ich meine, ne? Hm. Der war auf einmal sehr voll. Wir haben mal gesagt, okay, bevor Dennis dann morgen alleine dasteht und die Säuberung beginnt, bleiben wir jetzt so lange da, bis die Säuberung anfängt. Und wir warten und warten und es kommt nichts. Und Schatzi hat sich dann ausgelockt. Und in dem Moment, wo er dann schon im Bett angekommen ist, schon alles ausgemacht hat, ging's los. Dann haben Steffen und ich das Ganze dann alleine verteidigt bekommen. Und unserem Gebäude ist null passiert. Gar nichts. Ja, dann wartet diesmal gut gewappnet. Naja, sagen wir es mal so. Wir hatten etliche Elefanten und Nashörner, die haben echt mega verteidigt. Und die Imba-Schildkröte wieder. Ja, die geht in den Panzer und dann passiert ja nichts, wa? Naja.
Aber was will eine Schildkröte gegen anderen tun, ne? Ja. Richtig. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen sprühen. Linja, wie geht's dir denn? Spiderschwein. Ich finde diese Frage, wie geht's dir denn, immer so klischeehaft. Viele fragen, hey, wie geht's dir so als Gewohnheit? Ja, und dann fragt man sich, will derjenige das auch wirklich wissen? Natürlich will ich das wissen. Ja, du schon, aber guck mal, viele sagen, wie geht's dir so als Standard, weißt du? Richtig. Das Thema hatten wir zum Beispiel auch in der Klinik. Und ja, ich war in einer Schmerzklinik. Nur für die anderen. Oh, ich habe letztens erst hier, bei wem war denn das nochmal? Oh, ich weiß ja nicht mehr, bei wem das jetzt war. Warst du den Zeitpunkt im Krankenhaus? Hast du nur gesehen, wie ihr Arm aufgeschnitten ist und so weiter? Da dachte ich, okay. Naja. Ah, ja. Ich habe schon wieder eine Nachricht bekommen. Was schreibt mir denn da und? Ach, Anna. Anna, falls du zuguckst. Hi! Die also, Anna live. Anna bestimmt gleich, wie geht's dir? Warte mal, ich muss mal reingucken. Guckt Anna eigentlich zu? Weißt du was? Weiß ich nicht. Ich schreib's parallel gerade noch ein bisschen mit ihr. Nach den Rennen immer und ich bleib hier hängen. So, dann ist das auch erledigt. Ich mach mal Cookie. Wir sind übrigens jetzt bei 87, ja? Es fehlen bloß noch 13. Oh, ich glaube, ich habe ein Foto von ihrem Freund gekriegt. 13 Zuschauer noch, dann haben wir 100 zusammen. So, ich habe heute schon wieder Fake-Nachrichten von Amazon bekommen. Total nervig. Ja, die kriege ich auch wieder, Mensch. Das nervt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Okay, warte, das nervt ein bisschen, das nervt extrem. Da war gerade eine Loot, ich hab's verpasst. Sorry, aber das war wahrscheinlich eh wieder nur eine System-Loot. Sonntagsumfrage. Ja. Was halten Sie davon, dass die CDU vor jeder Schule die Deutschlandfahne hissen will? Ach stimmt, soll er jetzt kommen, ne? Dass man automatisch weiß, dass das eine deutsche Schule ist. Mir ist es egal, ob die überall eine Deutschlandfahne hinklatschen oder nicht. Das ist mir sowas von egal. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist, dass selbst jetzt Bäckereien und andere Fleischereien und so, dass sie jetzt gezwungen werden, den Leuten Kassenzettel zu geben, Quittungen zu geben. Egal, was du machst, selbst wenn du dir ein belegtes Brötchen holst. Mhm. Die sind jetzt vom Gesetz her gezwungen, dir eine Quittung in die Hand zu drücken. Aber nur, wenn man es will, ne? Nein. Weil so ist es ja auch bei unserem Bäcker jetzt mittlerweile, was auch früher nicht so war. Du fragst, brauchen sie noch den Beleg dazu? Und wenn du ja sagst, dann kommst du, wenn nicht, dann nicht. Hm. Nee, das soll jetzt Gesetz sein und werden und überhaupt. Ja, Gesetz, dass sie es jetzt generell aushändigen müssen eigentlich. Also ja. Wenn man es verlangt. Es gab einige Bäckereien, die haben nie die Möglichkeit gehabt, die Teile auszudrucken. Okay. Weil die gar nicht solche Kassen dafür hatten. Ja, jetzt müssen sie, ne? Was ich ehrlich gesagt total Schwachsinn finde. Ich stell mal vor, du gehst einfach mal kurz in der Mittagspause zum Bäcker und holst ein belegtes Brötchen. Und dann müssen sie dir das aushändigen. Weißt du, was das für mich für eine Umweltverschwendung ist? Papierverschwendung und alles? Aber für wie gesagt, ich hab jetzt vor kurzem bei NTV oder so gelesen, dass es kommt, dass die es rausgeben müssen, wenn der Kunde es will. Das ist das, was ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe. Ja, was ich gelesen habe, dass sie müssen, egal ob sie, ob der Kunde will oder nicht. Das kenne ich das zum heißt, Beispiel nicht. Ja. Und wenn ich sage, nee, ich will keinen Kassenbon, dann darf ich mein Essen nicht bekommen, oder was? Nee, doch schon. Aber ich gehe mal davon aus, dass die dann den trotzdem ausdrucken und einfach nur für die eigenen Unterlagen wegpacken müssen. Ja, okay, die haben sie ja sowieso eigentlich, ne? Die sind ja gespeichert eigentlich. Für Abrechnung und so weiter. Ich finde, das ist einfach nur Schwachsinn. Weißt du, ich finde das einfach nur Schwachsinn. Weißt du, selbst beim Netto oder wo sonst, ich hole mir selten oder gebe mir selten nur dann, wenn ich irgendwas Elektronisches gekauft habe, nehme ich mir einen Zettel mit. Das ist für mich einfach nur Schwachsinn. Schwachfug.
Klar, bei elektronischen Sachen oder teureren Sachen nehme ich das mit, wenn was ist, weißt du? Aber so? Manche Sachen muss man nicht verstehen. Ja, das ist Bürokratie in Deutschland. Entschuldigung. Ach, die anderen sind schon da, so wie es aussieht. Ja, hast du wieder verloren, wa? Ja, ne, die warten aber schon beim nächsten Rennen, so wie es aussieht. Ich habe ja schon vorher gesagt, wo es dann weitergeht. Ah, okay. Cool. Ist doch schön. So. Hallo Sophie. Ist die Irene auch da, Sophie? Hast du Irene gesehen? Ach, da ist die Irene. So. Gut, fangen wir mit dem ersten an. Entschuldigung, wenn ich nebenbei ein bisschen Krach mache. Tiere versorgen. Wie lange streame ich jetzt eigentlich schon? 2 Stunden 18. Das ist doch gar nicht so lange. Das ist ein Standardstream, den wir heute machen mit SSO. Mir kommt es schon länger vor, als ob ich schon 4 Stunden streame oder so. Das kommt einem manchmal so vor, ne? Gerade wenn man alleine ist und dann... Wenn du jemanden zum dabei hast, der sich mit dir unterhält, dann ist es noch ein bisschen angenehmer, als wenn du dann alleine da sitzt. Stört dich das Geräusch jetzt immer noch? Nö. Gut. Ah, jetzt ist es auch nicht so dicht am Mikrofon. So, und die nächste Kurve. Olli, wann sehen wir uns wieder? Noch in diesem Jahrhundert, auf jeden Fall. Oh, kann sein, dass ich nächstes Jahr in Eggesin bin. Sehen wir uns dann? Habe ich schon gehört. Endlich siehst du wieder zurück. Nimm dir mal langsam Zeit. Nein, ich zieh nicht zurück. Kannst du knicken. Vielleicht, wenn du da bist, vielleicht vermisst du es dann so sehr, ja. Dann weiß ich, was ich am besten hab, was? Okay, der war ein bisschen hart. Huch. Obwohl, Eggesin ist wieder eigentlich, weiß ich nicht. Ist zu dicht am Brenzler drin und Brenzler tut dafür Sorgen, dass es nicht so wirklich schön ist. Schon alleine das und Pasewalk auch. Ja. Pasewalk ist auch hässlich. Oder Brandenburg ist auch hässlich. Na, Brandenburg geht noch. Wenn ich wohin ziehen wollen würde, wäre das Richtung Gelnhausen. Oder Hanau. Oder, nee, Hanau auch nicht, vielleicht eher Aschaffenburg. Oh, wir sind bei 88 Wiedergaben. Noch 12 Stück fehlen. Es fehlen bloß noch 12. Nur noch 12. So, nächstes Rennen. 3, 2, 1 und los geht's. Nee, ich habe hier ein paar alte Pflanzenreste mal rausgenommen und aussortiert. Herr Uli. Und der Dennis schläft jetzt? Ja, ja. Okay, ist auch schon alt, ne? Ich habe aber keinen Timer gestellt. Alexa, Timer auf eine Stunde. Eine Stunde, ab jetzt. Ja, dann ein bisschen länger als eine Stunde, ne? Gönnt man ihm ja auch mal. Spiderschwein. Ich wünsche mir ein Spiderschwein. Ich muss mal kurz das Mikrofon ausmachen, das könnte jetzt sonst zu laut raschen. Bekomme ein Bild von Anna. Aber siehst du, jetzt kann ich Anna auch noch mal ein Bild schicken. Das werde ich mal gleich machen. Sie
Sie hat doch letztens gefragt, was sie so, dass sie nicht weiß, was sie malen soll, ne? Also sie hatte letztens was Schönes gemalt. Judah hat sie gemalt. Sie hat keine Verwendung dafür. Ne? Hat sie gesagt, weil ich das feier, kriege ich das. So, und das nächste. So, jetzt mache ich mal kurz das Mikro aus, weil ich muss mir ein bisschen Laub verteilen. Ich muss dieses Jahr wieder neues Laub holen aus dem Wald. Ja, ist jetzt, glaube ich, der beste Zeitpunkt dafür. Das Problem ist noch, dass es draußen noch zu nass ist. Minuszeichen. Annas Zeichnung ist so geil, ja, finde ich auch. Hat sie auch 9 Stunden dran gesessen. So lange hat die gemalt. Ja. Bin jetzt am Überlegen, auch wieder mit Zeichnen anzufangen. Ja, dann fangen jetzt an. Jetzt direkt los. Nee, lass sie doch erstmal lernen. Hast du meine letzte Zeichnung gesehen? Ich habe alle Zeichnungen von dir gesehen, die du mir geschickt hast. Also musst du es am besten wissen, ob ich es gesehen habe oder nicht. So. Gut, ich hoffe, ja, das reicht locker. Ich mache jetzt noch das Gartenrennen und dann die 3 in der Reiterarena. Und dann sind wir durch. Also 4 Rennen jetzt noch. Level 8 bin ich auf jeden Fall, Franzi, wenn du noch da bist. Du hast ja nicht dran geglaubt, dass ich heute noch Level 8 werde mit dem Pferd. Ist gleich soweit. Wahrscheinlich jetzt mit diesem Rennen. Ja, Terra gefällt mir jetzt viel besser. Jetzt schön hoch. Und wir sind bei 90, wir brauchen noch 10 Wiedergaben. Glückwunsch. Das werden wir schaffen. So Leute, und jetzt würde ich das boykottieren, denn dann bleibt Olli länger online. Okay, ich bin ja nachher eh wieder da. Ja, wir haben fast durchgehend so 8 bis 10 Zuschauer. Obwohl, wisst ihr noch früher, wo wir hier mit SSU angefangen haben, da war unser Rekord 50 Zuschauer oder so. Okay. Das waren noch Zeiten. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Okay, das mit dem Bubi-Kopf, so wie ich das gerne haben wollte, hat nicht geklappt. Olli? Ja? Ich habe ein Tier, das versucht immer dann auszubrechen, wenn Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft im Fußball läuft und die Deutschen spielen. Mhm. Ich glaube, ich hatte dir davon sogar schon ein Video geschickt, ne? Kann sein. Das war bei der letzten Weltmeisterschaft. Da hast du doch noch zu mir gesagt, okay, ich komme nicht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich bin zu alt. Wie lange das her ist. Ich bin einfach nur zu alt. Ich alter Mann. Das halte ich für ein Gerücht, du bist jünger als ich, du Arsch. Was? Hab ich das laut gesagt? Ich bin alt. Hab sie jetzt geschickt, keine Ahnung, ob du die schon kennst. Ich schau gleich. Ich kann's ja auch im Stream einblenden, wenn du möchtest. So, ich guck mal. Wo habe ich denn mein Handy? So, Leonie schickt ein Foto. Freut euch schon auf das nächste iPhone-Update, das wird so geil.
Wieso, erzähl mal. Dann kannst du tatsächlich das, was ich damals schon mal bei Samsung konnte, mehrere Apps gleichzeitig aufhaben. Du kannst im unteren Teil WhatsApp aufhaben, im oberen Teil kannst du das aufhaben. Echt jetzt? Ja. Geil. Okay, ich freue mich. Das Foto, klar kenne ich das Foto, das hast du mir damals mehrfach sogar geschickt. Mehrfach? Also Leonie, das kenne ich zu 100%. Also Leonie. Aber ich wusste nicht, dass es das letzte ist, was du gemacht hast, weil das ist ja schon wieder eine Weile her. Das ist sogar schon wieder ein, zwei Monate her, oder? Fand aber die Zeichnung von dir aber auch geil. Sah schon krass aus, wie du. Ja, ich weiß. Wenn man mich zeichnet, sieht es automatisch krass aus. Da muss man sich nicht mehr Mühe dafür geben. Mach dich nicht kleinen Hals, du bist auch nicht, ganz ehrlich. Was denn? Wenn man mich zeichnet, ja, dann vervollständigt sich das Bild von ganz alleine. Aha. Voll der Imba-Typ, ne? Ja. Weißt du. Kannst du mir mal sagen, wo ich jetzt meinen Sprühkopf hingelegt habe? Dein Kopf? Ich weiß, wo dein Kopf ist. Ein Sprühkopf, nicht den Kopf. Der Kopf hängt auf meinem Hals. Hä, wie geht denn das? Wir haben jetzt gerade Wiedergaben verloren. Wir waren doch eben schon bei 90 oder so. Jetzt sind wir wieder bei 86. Wir haben Wiedergaben verloren. Das ist, weil ich das gesagt habe, Leute. Ne? Denkt dran. Entschuldigung, da muss ich jetzt kurz durch. So, und hier sind die letzten drei Rennen für heute. Übrigens, wir sind schon Level 8. Hast du gerade wir gesagt? Ja. Wir sind hier so 1, 2, 3, 4, 5. 4 Leute sind 4. Also 1, 2, 3, 4, 5. Lula ist auch noch da. Nein, das war ein bisschen zu blöd. Ah, jetzt sind wir bei 92. Jetzt ist die Anzeige direkt nach oben gesprungen, lustig. Da war es wahrscheinlich gerade ein Bug von YouTube. Und wir sind 13 Stunden und 25 Minuten haben wir. Ey, das. Ihr seid so. Hobbylos? So gut. So, hups. Ach Leute. So, hier muss ich rüber. Jetzt habe ich eine schöne Aufgabe von Hasi. Irgendwas hier und so. Frank H., welcher Server? Wir sind auf Server 2. Das ist gerade ein Kerlchen. Auf Server 2 sind wir. Das stimmt, früher stand das immer direkt im Stream, auf welchem Server wir sind, aber derzeit irgendwie. Das kommt sicherlich auch bald wieder. So. Vorletzte Rennen allerdings schon. Dann gibt es eine kleine Pause, dann wird meine Waschmaschine einmal durchlaufen. Meine Waschmaschine muss ich derzeit mehr ein bisschen kontrollieren, weil die sehr gerne mal meinen Fußboden nass macht. Also nicht die Waschmaschine, sondern eher der Anschluss. Die Schläuche kaputt oder was? Ja, ich vermute mal, dass die Dichtung im Eimer ist, aber ich habe die bis heute noch nicht ausgetauscht. Weißt du, was auch lustig ist? Unsere Waschmaschine hat nach über 10 Jahren den Geist aufgegeben. Und ich habe am selben Tag noch im Ort eine gebrauchte Waschmaschine für 60 Euro bekommen. Mhm. Eine gute alte Waschmaschine. So. Und dann da nochmal rüber. Da nochmal rüber. Da nochmal rüber. Wir sind bei 93. Es fehlen bloß noch 7. Juhu. Ich mach das jetzt aber trotzdem nicht, weil du ja gesagt hast, dann hast du auch für heute. Nee, nicht für heute, es kommt immer noch Pokémon nachher. Mann, ich wollte die Kinder ärgern. Lass mich die Kinder mobben, was? Hab ich das laut gesagt? Aber weißt du eigentlich, was du dafür tun müsstest, dass es überhaupt hochgeht? 94, ja. Wir sind bei 94 Wiedergaben. Was müsste ich denn dafür tun? Theoretisch würde es, glaube ich, sogar funktionieren, wenn du 6... Obwohl, das muss immer eine andere IP sein, glaube ich. Das muss immer eine andere Person sein. Theoretisch würde es ausreichen, wenn du in den Stream reingehst, wieder rausgehst, wieder reingehst, wieder rausgehst. Okay, ich mach's nicht. Würde eh meine Statistik ein bisschen versauen, wenn man es einfach so macht. Weil dann habe ich ganz viele Zuschauer, die eine Wiedergabezeit von 10 Sekunden haben.
Okay, warte, Leute, lass das mal machen. Lass mal Olli ärgern. Nein, Quatsch. Macht das mal nicht. Wenn ihr wollt, dass Olli schön erfolgreich entlohnt wird für seine Arbeit, dann bleibt einfach drinnen, so wie es ist. Genau, am besten reingehen, danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr dürft bloß nicht den Stream nicht verlassen. Genau, geht rein und geht einfach raus mit den Hunden. Entschuldigung, wenn ich krach mache. Genau, wenn ihr noch keine Hunde habt, Komm, geht ins Tierheim und geht mit denen Gassi. Genau. Da gibt's ganz, ganz viele arme Seelen. Oder kommt zu mir und geht mit mir Gassi. Ich sollte auch mal ein bisschen mehr an der frischen Luft. Obwohl, heute ist es total kalt und total neblig draußen. Ihr müsst aber damit rechnen, wenn ihr mit Olli Gassi geht, dass er dann an Bäume pinkelt. Na, werden mache ich. Und auf den Gehweg scheißt. Richtig, also ihr müsst das schon, ne? So, guck mal WhatsApp, das war meine erste Zeichnung. War ein aus dem Kopf raus Pauls Wunsch. Ach, meine letzte Zeichnung, warum lese ich da erste? Du schreibst letzte und ich lese erste, komisch, oder? Weil du nicht lesen kannst, Uni. Gut, die anderen Rennen mache ich dann heute nicht. Ich gehe jetzt nochmal kurz hier rein. Dann können wir hier in Halle A noch ein Foto machen. Spiderschwein. Ich brauche ein Tuch zum Putzen. Warte mal, hier kommt man doch irgendwas anderes noch machen, oder? Der eine ist immer der Angearschte, der hier steht. Das war hat hey. Das, wir hatten das früher. Oh, was ist jetzt? Ihr habt das jetzt wirklich gemacht, oder? Gut, wir dürfen den Stream offiziell beenden. Hi Mandala, ja. Schön, dass du reinschaust. Zu spät. Ja, jetzt habt ihr den Durchschnitt Ja gut, jetzt haben wir 111 Wiedergaben. Also es geht wahrscheinlich auch mit derselben IP, gut zu wissen. Und wer war's? Gib's zu. Warst du es wahrscheinlich, oder? Ich nein. Wir sind 113 Wiedergaben, die Person macht's wahrscheinlich sogar noch weiter. Ich hab mein Handy in der Hosentasche, ich brauch zwei Hände frei. Das ist ein bisschen besser als vorher. Ach, wegen dieser Zeichnung will Paul jetzt doch einen Merch rausbringen. Ich habe schon gesehen, Unge hat derzeit kaum Merch, ne? Da hat bloß noch seine Mütze drin, aber ich will mir die, glaube ich, sogar holen. Weil jetzt im Winter wird es eh kalt. Und mit ein bisschen Unge-Merch rumlaufen hat auch was. Und ich habe noch nie Mütze getragen. Ich würde dann anfangen mit Mütze tragen, ne? Luisa war's. Ah, okay. Schäm dich. Nein, tut nicht. Genau, schäm dich. Du hast uns hochgepackt. Also du hast zumindest die Wiedergaben hochgepackt, aber jetzt haben wir, glaube ich, 13, 14 Wiedergaben. Was? Also habe es auch gemacht, keine Ahnung, ob noch jemand. Ich auch, okay, SSO Twins hat es auch gemacht. Ja, das dazu. Ich sage jetzt nichts. Ah, das Foto wird total scheiße, wenn wir es jetzt in dieser Position machen, oder? Oder kann man hier. Ey, doch, das geht. Das ist ja lustig. Bekommen wir das jetzt hier noch ein bisschen besser eingestellt? Ja, man bekommt es nicht hin, ne? Man kann es nicht einstellen. Ich komme nicht weiter nach unten. Aha. Dann versuche ich bis mal. Ich gehe mal kurz aus diesem Modus raus. Dann machen wir einfach so ein Foto hier im Stall. Und willst du mir endlich mal dein Instagram wieder füttern? Wurde doch erst gestern oder vorgestern ein Foto hochgeladen. Okay. Das ist ja, okay. Alles ganz aktuell. Jetzt könntest du so. Jetzt auch eine Gegenfrage stellen, wann ich mal wieder fütter. Genau, wann fütterst du denn mal wieder dein Instagram? Ha? Ja, wenn ihr Vogelspinnen sehen wollt, ja, geht einfach mal auf Nettis Kanal, der heißt wie? Oh Gott, das müsste ich jetzt selber nachschauen. Oh Gott, dann müsste ich selber mal nachschauen, so heißt er. Nein. Gut, Minuszeichen hat's auch getan. Ihr habt's alle getan, ja? Ja. Ich schweine was. Du kannst es ja auch folgendermaßen machen. Tag mich einfach bei dem jetzigen Foto. Bei dem jetzigen, also, ja okay, jetzt kommst du noch nicht auf Insta, das kommt ja erst später, aber dann kann ich es gerne machen. Aber das, was du jetzt gerade gemacht hast für von diesem Stream, tag mich einfach drauf und gut ist. Können wir gerne tun. Das bekommt man. Das ist eine Idee, so. Oder? Das ist, glaube ich, für die anderen einfacher, als wenn ich das jetzt anfangen würde zu buchstabieren. Aber die wollte eh keine Spinnen sehen. Genau, wollte Spinnen sehen? Nein! 90% der Zuschauer sind weiblich. Und ich glaube, Mandala ist die älteste Person hier, oder? Minuszeichen schreibt, Vogelspinnen sind mega süße Tiere. Dankeschön. Wir wollten doch nur nett sein. Ja,
Ihr seid doch immer nett. Also es gibt nie einen Zeitpunkt, wo ihr nicht nett seid. So, ich das andersrum machen will. Ja, jetzt bin ich nicht zu sehen. Aber hey, ihr seid drauf. Das ist die Hauptsache. Oder so geht's. Nicht wundern, wenn es plätschert. Ich fühle mich gerade in der. Sie ist gerade auf Toilette. Das ist nicht wahr. Ich habe hier so einen 20 Liter Kanister im Spinnzimmer. Da ist immer Wasser drin. Und da fülle ich mir immer so eine 500 Milliliter Fläschchen ab und die Gewässer dann nicht hier. Kater, warum übergibst du dich denn bei Vogelspinnen? Ja, okay, also Kater, du sollst die ja nicht direkt essen, ne? Das muss man ja noch dazu sagen. Und außerdem, wenn es keine Spinnen auf der Welt geben würde, dann würdet ihr durch einen halben Meter Insekten überall durchlaufen. Oh shit. Genau, also seid dankbar zu den Vogelspinnen, ja? Generell zu Spinnen. Genau, generell zu Spinnen. Ja, Spinnen sind toll. Okay, ich mag die Einheimischen nicht unbedingt, aber Spinnen sind toll. Genau, besonders in der Pfanne. Hallo. Was denn? Sehr lieb. So, ich bin aber immer lieb. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, das war's jetzt mit SSO. Wir waren jetzt 2 Stunden 40 live. Ich bin dann nachher da mit Pokémon Go. Ich weiß noch nicht, wann geht Pokémon. Warum sage ich mal Pokémon Go? Mit Pokémon Schwert. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann es sein wird, aber auf jeden Fall heute noch. Theoretisch kann ich dann sogar bis nachts durchstreamen, aber wird nicht viel bringen, weil sehr viele am Montag wieder früh raus müssen. Und du ja auch. Und Steffen muss nur Montag früh raus und danach hat er Spätschicht. Echt? Okay. Ja. Schade. Kann ich ja abends nicht mit ihm zocken. Warum nicht? Wenn er so lange arbeiten ist. Aber wir sind 9:30 zu Hause, du musst bis länger wach bleiben, ne? Das ist ja das Problem. Aber du hast es jetzt auch geschafft, länger wach zu sein. Ja, okay, gestern Ausnahme, ne? Du weißt ja, dass es mir nicht unbedingt gut tut. Ja, ich weiß, aber jetzt, wo es dir besser geht, nutzt es halt mal ein bisschen aus, ne? Ich wollte mich eigentlich dran gewöhnen, mal wieder früher aufzustehen und nicht wieder auf alte Routine zu kommen. Ja. Du kannst ja trotzdem früh aufstehen. Du musst halt Mittagsschlaf machen. So. Aber, wie gesagt, ne? Das war's jetzt. Euch einen schönen Abend. Einen schönen Nachmittag, meinte ich. Vielleicht bis später zu Pokémon Schwert. Und schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten. Oh, wir haben gerade 8 Zuschauer, ne? Aber schön, dass ihr da wart. 145 Wiedergaben. Hallo? Jetzt sind wir mal gut jetzt. Ciao, ihr Lieben. Das Problem ist ja, dass die durchschnittliche Wiedergabezeit, die war vorhin bei über 13, 14 Stunden, die geht jetzt auf 8 Minuten 56 runter. Das ist eigentlich sehr, sehr schlecht. Das heißt, das Video wird im Nachhinein so gut wie gar nicht mehr gefunden. Hast das Video für Weihnachten geschnitten? Nein, das ist noch ein bisschen hin. So, ich bin dann mal weg. Bis dann, bis später. Tschö. Press start to play. Genau, bis dann, tschö. By my side.